Lautstellen. Alienzeit. Einen wunderschönen guten Abend. Da hört man schon explodieren im Hintergrund, als wäre was los. Wir haben hier drei von möglichen fünf Helden. Der eine wollte vor einer Minute da sein. Wir warten noch auf ihn. Der andere kommt um neun. Die mit uns, mit mir einen wunderschönen Alien-Abend verbringen wollen. Unter mir, hallo Sabine. Hi. Private. Schimanski. Schmiewski. Ach ja, stimmt, du sprichst es immer richtig aus. Ne? Genau, dann unser neuer Officer und neuer Chef der Truppe, wie wir festgestellt haben. Chaplain. Moin, Wolfgang. Servus. Und immer ein guter Diener, Private Dante Jörg. Ja, genau, Private First Class. Später noch nicht mehr Chef Christian und nie Chef Tom, die dabei sind. Genau, was machen wir? Wir spielen Zerstörer der Welten. Und diese wundervollen Leute haben es mit nur einem Toten geschafft, zwei Aliens schon zu besiegen. Und haben dabei Aufständische eingefangen. Ihr habt sie alle damit, ne? Ja. Eine habt ihr selber getötet, die sich gestellt hat. Und jetzt, nach dem letzten Alien-Angriff habt ihr beschlossen, man hört es über euch, Artilleriefeuer losgeht auf die Siedlung von oben, von irgendwelchen Raumschiffen, die man auch im Himmel leicht sieht, dass ihr zum Raumhafen fliegen wollt. Das war euer Ziel. Und so habt ihr euch in euer APC geschwungen, M577, und wollt losfahren, und in dem Moment, wo ihr losfahrt und unterwegs seid, merkt ihr gleich, erstmal kommt eine Bombe relativ nah an euch nieder, was dazu führt, dass Hammer, Sergeant und Mason ordentlicher durchgeschüttelt werden als ihr und erstmal sich irgendwo den Kopf anstoßen und im Wagen hängen. Ihr seid auch ordentlich durchgeschüttelt und ihr merkt wirklich, es geht überall Feuer nieder, in den Bergen entfernt. Aber zusätzlich seht ihr jetzt auch, dass Landeschiffe in Richtung sich des Forts bewegen. Ziemlich große Landeschiffe, was? Wohlgemerkt. Landeschiffe sind wahnsinnig. Genau. Das heißt, die UPP scheint hier ernst zu machen gerade tatsächlich. Aber ihr wolltet ja nicht zum Fort, ihr wolltet ja zum Raumhafen. Genau, wir wollten hier richtig weg. Wir wollten zum Raumhafen. Da steht ja noch das große Schiff auf Rede. Vermutlich, hoffentlich. Ja, stimmt. Richtig. Den Weg kennen wir ja. Genau, in dem Moment, wo ihr dann losfahrt, dieses geht los, ihr seht die Schiffe von oben, merkt irgendjemand von euch, ihr wackelt und wer fährt das Auto? Zimierski fährt das Auto, das heißt du nicht. Ich. Genau, Mason Dante saß oben im Turm, ne, glaube ich. Dante saß neben Schmierski, aber Dante übernimmt die Kanonen, nachdem wir zwei Ausfälle haben. Oh. Mhm. Ja. Genau, ist auch eigentlich ziemlich egal, das wird dann entweder Chaplin, Dante oder beide sein. Ihr werdet bemerken, dass tatsächlich hinter euch ein großes UPP-Schiff auf dem Grundstück landet, wo ihr gerade losgefahren seid und Landungstruppen auswirft. Warum? Okay. Was hatten wir da noch? Ja genau, da hatten wir die. Richtig. Gut, dann... Dann Gas geben, weg. Ja, Ja. Bleifuß. Ja. Ich fahr so schnell es geht. Ihr hört mittlerweile wie vom Vor, dass ja so ein 2, 4, 6, 7 Eck ist. Es hat alle 20 Meter Abwehrgeschütze, die sich auch überkreuzen. Und jetzt hört ihr diese Abwehrgeschütze im Dauerfeuer, hört man in dieser Stadt hier gerade. Es gibt ja auch so einen Weltraumfahrstuhl, der ist noch völlig heil. Und ihr fahrt auf den Raumhafen zu und dann seht ihr schon, wie hinter dem Zaun auch da UPP-Schiffe landen. Oh. Und mit einem riesigen, also wirklich, wirklich riesigen Knall geht das Schiff, zu dem ihr wollt, in einem riesen Feuerhagel unter. Nein! Gut. Ja, ich war es nicht, Cap. Ich war es nicht, Cap. Ja, Schmierski, Kommando wechseln, rüber zur Bastion. Was? Ja, zur Bastion, warum? Weil dort ist der Aufzug.
Gut, der Weltraumsaufzug. Ich denke, ich bin ein guter, braver Marine. Ich trete auf die Bremse, wende das Ding und gebe Hackengas Richtung Bastion. Genau. Cap, der Hammer ist gerade wieder wach geworden. Genau, alles klar. Der Hammer, du setzt dich hinter die große Kanone. Dante, du übernimmst die kleine Kanone. Gut, in Ordnung. Was? Habe ich schlecht geträumt? Was ist passiert, seitdem ich geschlafen habe? Nee, du hast dir den Kopf ordentlich angestoßen gerade. Du sollst die Kanone übernehmen, die große. Jetzt mach schon! Ich bin überhaupt nicht geschult in den Plasma. Wer bin ich schon gegen Befehle? Naja. Gut. Nachdem wir das geklärt haben, auf geht's. Um euch herum bemerkt ihr immer wieder in der Kolonie inzwischen Feuer. Und auf einmal gibt es anhand aus Richtung eures Forts eine relativ große Explosion. Und Chaplin lässt so ein bisschen für einen kurzen Moment den Kopf fallen. Oh. Oh nein, die haben das Rechenzentrum ist getroffen. Scheiße. Irgendwie brauchen wir den Typen trotzdem. Androiden funktionieren nicht auf diese Art. Ja, Hammer, wir brauchen den. Ganz ehrlich, ich traue dem Toaster nicht. Hammer, das wissen wir. Schnauze. Dir traue ich auch nicht. Ja, dir traue ich auch keiner Petrischale. Halt die Klappe. Ich hau mir nochmal so ein Stim-Ding rein. Chaplin, dein Boot-Vorgang ist abgeschlossen. Haha. Wir sollten unsere Reise fortsetzen. Ah, da ist er wieder. Hey, Chaplin. Wie lauten eigentlich unsere aktuellen Befehle? Unsere aktuellen Befehle lauten, zurück zur Bastion und den Aufzug verteidigen. Alles verteidigen? Klar. Ja. Welchen Rang hat hier... Psst, ich rufe jetzt, ich flüstere jetzt mal gerade zu Hammer. Welchen Rang hat jetzt der Blödmann eigentlich? Ich gucke mir seine Rangabzeichen an. Es ist ein Strich mit einem Quadrat in der Mitte. Lieutenant? Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Mein Gott. Müssen wir auch noch artig sein hier. Nun denn, Schmierski, Order, nicht stehen bleiben, egal was vor die Räder kommt. Yes, sir. Und Glas geben. Wir haben heute noch was zu tun. Das tue ich eigentlich schon die ganze Zeit, Glas geben. Aber gut. Ja, es ist ja ein ganz schönes Stückchen, ne? Man muss ja erstmal tatsächlich lang brettern. Ja, ich würde nochmal zwischendrin versuchen, Kontakt zur Bastion aufzunehmen. Nein. Alles unterbrochen? Alles unterbrochen. Gut. Alles klar. Tatsächlich seht ihr aber auch immer noch am Himmel immer mein Cheyenne-Landungsschiff fliegen. Das heißt, es scheinen auch ein, zwei Leute oder mehrere Leute evakuiert worden zu sein nochmal. Vielleicht sollten wir so ein Ding kapern. Die Frage ist, wo sind die denn? Weißt du es einer? Was stand denn da noch auf dem verdammten Raumhafen? Doch nur dieses eine, ne? Ja. Ja. Wenn die jetzt diese Invasionstruppen ausbrüten, können wir dann nicht da rein? Ihr nähert euch dem Fort und da merkt ihr schon, dass zwischen euch und dem Fort ungefähr, ja, also das Fort schießt, es haben sich verschanzt, aber gucken auch in eure Richtung, wo ihr jetzt gleich langfahren würdet. Es sind schon so 200, 300 UPP-Soldaten mit schwereren Geschützen, mit zum Teil Panzern. Also das ist eine richtige Schlacht. Also Chaplains logisches Denken, da könnt ihr gerade nicht durchfahren. Nee. Das ist dann Krieg. Aber Befehl ist Befehl. Ja. Befehl ist, ja.
Ich sag kurz, das nächste Problem, was ihr habt, es gibt keine offene Tür. Und diese Geschütze, wenn sie auf Automatik gestellt sind, was gerade den Anschein hat, schießen auf alles, was sich bewegt. Da gibt's kein Gut und Böse. Also einfach reinfahren ist nicht. Das heißt, der Flughafen ist nicht, weil dort, das bringt es uns nicht weiter. In die Bastion kommen wir nicht. Das heißt, wir sollten uns erstmal verschanzen und abwarten. Aber ich denke, die Idee mit dem Schiff war gar nicht mal so schlecht. Aha. Lass uns erstmal ein bisschen rausfahren in das durch die Nebenstraßen und mal gucken, ob wir da etwas entdecken. Kommen wir wirklich nicht in die Bastion rein? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht lebend. Die Automatik ist schon. Andere Zugänge? Über die Luft, ja. Deswegen. Ich sag mal so: dieses. Habt ihr mich gerade gehört? Nee. Dieses Abenteuer belohnt tatsächlich in manchen kreative Ideen, wenn man sie findet. So ist es nicht tatsächlich. Warte mal, ihr wisst. Wir brauchen nur genug Anlauf und eine Schanze. Hey! Wir sollten das Ding hier nicht schrotten. Wenn wir das drinnen schrotten, ist es vollkommen gleich. Kann man einen Panzer so zerschießen, dass er als Rampe nutzen kann? Ich glaube, diese Mauern sind 12 Meter hoch. Möchte ich kurz sagen. Ach, ja gut. Oh. Nicht 12. Wir haben mit dem Ding eine Bodenfreiheit von ungefähr 12 Zentimeter. Lass das. Sieht bestimmt witzig aus, wie ihr da so in diese Mauer rein. Aber mit genug Schub könnte man das schaffen. Das ist vielleicht kann richtig. Ich vorher aussteigen, danke. Aber Schub, ich glaube, das Winkel. Schafft der APC nein. nicht. Nein, dafür. Nee, 15 Meter hoch sogar. Sind geneigte Betonwände. Genau, jeweils mit abgeschirmten Geschützturm, alle 30 Meter an der Oberseite angebracht, die überschneiden sich. Und da wird tatsächlich Menschen von den Stücke gerissen, ne? Und auch Fahrzeuge, das weiß man. Ihr wisst im Grunde, es gibt dieses, jetzt habe ich es weggeschaltet, aber es gibt dieses Tor. Warte mal, ich schalte es nochmal wieder hin. Oh, ja, aber man sieht ja das vor, das ist ja unten auf der Karte. Mhm. Ach ja, aber. Mal aktiv. Kann man ja reinzoomen. Ist ja. Ja, ich wollte es auch im Stream einmal zeigen. Mhm. Es gibt halt das große Tor. Das ist ein 4 Meter hohes Rampentor. Das ist aber auch von einem Geschützturm bewacht. Die Frage ist. Genau, da wisst ihr, Waffen, die so Basisschaden 3 oder weniger haben, ich sag's mal, ihr seid ja militärisch, muss man gar nicht anfangen, um dieses Tor zu beschießen. Dann gibt es aber noch ein Ausfalltor. Ah. Wo ist das denn? Ach nee, das führt in den Hof. Das ist quasi so dieses zweite, Entschuldigung. Okay. Das ist so dieses, das ist dahinter, da musste man auch noch. Genau, und dann gibt es halt noch diese Rampe zum Untergeschoss, aus der ihr auch rausgefahren seid, wenn ihr euch erinnert, auf eurer ersten Fahrt. Und die ist halt. Nee, da wisst ihr nicht, was damit ist. Die gibt es halt auch noch. Der soll mir da versuchen. Aber auch da ist die Mauer ja davor. Das heißt, du kannst da zwar reinfahren, aber die Geschütze sind ja da. Ja, aber die erkennen uns doch, oder nicht? Nee. Ja, wenn da jemand hinter sitzt, ja. Ach, die sind automatisch. Aber die haben doch Freund-Feind-Erkennung. Denke ich auch, sollten sie eine Freund-Feind-Erkennung haben. Wenn wir ein Transponder-Signal sind. Sollen wir es drauf ankommen lassen? Aber da ist ja alles kaputt. Darauf würde ich es nicht ankommen lassen. Lieutenant Chaplain, sollen wir das drauf ankommen lassen? Sollen wir es zumindest... Ich bin kein Lieutenant, ich bin Warrant Officer Chaplain. Oh, fuck. Private. Sante. Es wird immer schwieriger hier. Wo wollt ihr euch verstecken? Erstmal zum Überlegen. Wir würden in eine Seitenstraße reinfahren. Mhm. Dass wir halt nicht die Hauptstraßen bedienen, sondern ein bisschen schmäler sind. Mit dem Risiko natürlich, dass wir nicht so eine große Bewegungsfreiheit haben, aber der Vorteil wäre, dass wir nicht sofort von den schweren Waffen entdeckt werden. Gibt es irgendwo, keine Ahnung, Planen oder irgendwas, wo ich drunter fahren kann? Stimmt, klar.
Dann würde ich nach sowas suchen und darunter fahren, dass wir von oben nicht entdeckt werden. Mhm. Notfalls nehmen wir irgendein Geschäft und fahren ins Geschäft ran. Gut. Gibt's irgendwo einen Shuttle? Mit einem Shuttle könnten wir den APC andocken und einfach drüber fliegen. Als wir gerade abgefahren sind, ist uns da nichts aufgefallen? Wir sind ja gerade erst raus, eigentlich. Wo? Wo? Aus dem Por, oder? Nee. Wir sind schon woanders. Halben Tag unterwegs. Okay. Da sind wir ganz am Anfang rausgefahren. Als wir die Mission gestartet sind. Okay, das war letztes Mal. Nee, vorletztes Mal. Gut. Ja, da bin ich jetzt ratlos. Gut. Also welche Möglichkeiten haben wir? Wir haben die Möglichkeit, uns mit Gewalt und einer geringen Wahrscheinlichkeit Zutritt zu schaffen und im schlimmsten Fall den Weg zu bereiten für die eindringenden Kräfte. Wir haben die Möglichkeit, hier Unruhe zu stiften und das Fort darin zu unterstützen, den Angriff abzuwehren. Ja. Das wird endlich sein. Hier draußen können wir nicht viel machen. Wenn die da reinfliegen, dann stehen wir davor und gucken dumm. Ja. Alternative wäre, wir könnten eins der Landungsschiffe kapern. Was ich gesagt habe. Was ich auch gesagt habe. Das ist gar keine so doofe Idee. Das machen wir einfach. Macht mal einen Wahrnehmungswurf. Oder Aufmerksamkeit, was immer das hier auch war. Wahrnehmung. Hämmer. Ja, Stresswürfel. Na dann. Ja. Ja, gut. Jetzt okay. Atme zweimal tief durch. Ein bisschen Angst vor Hämmer. Nein. Mehr Panik. Ja, pass auf. Warte. Ja. Habe ich einen, weil ich kann immer mein Talent benutzen. Ach so, ja. Was bedeutet, dass ich statt irgendwie wegzuwollen, einfach in den Angriff gehe. Und das heißt, wenn ich irgendeinen Feind sehe, würde ich anfangen, auf den zu ballern. Ich setze ja im Geschützturm. Ja, pass auf. Die Logik, hilft dir nicht so richtig. Passt hier auch nicht so ganz natürlich, ne? Aber habt ihr es alle geschafft eigentlich? Mhm. Was denn? Nee, ich glaube nicht. Nur Smieski? Doch, Smieski hast du geschafft. Doch, ich habe es geschafft. Drei sogar. Richtig, ich hatte nur einen gelben Würfel dabei. Chaplin, hast du echt 5 von 6? Okay. 5, 6. Resistance is futile. Also ihr alle hört irgendwie ängstliche Schreie um eine Ecke herum. Chaplin hört ganz genau 7 ängstliche Schreie von 7 Personen, er ist sich 100%ig sicher, es sind 7, die da Angst haben. Und irgendwelche Befehle, stellt euch dahin! Okay, das sind dann bestimmt die Invasoren. Gut, dann werden wir mal dafür sorgen, dass die Invasoren Spaß bekommen. Vorfahren, umnieten. Mit dem Wagen. Yes, sir. Bernard Officer, darf ich schießen? Ich will schießen. Ihr könnt beide schießen. Das ist mir wurscht. Dritt. Okay, pass auf, dann fahrt ihr um die Ecke. Ja? Ja. Ja? Ja? Also ohne. Ihr habt es nicht geguckt, was da tatsächlich passiert und nicht. Okay, gut. Was? Nein. Wir kurz vorm Abdrücken gucke ich auch nochmal. Aber ich Hämmer schießt gar nicht. Frauen und Kinder. Nee, Hämmer sitzt im Plasmatron. Mir ist alles wurscht. Ja, aber Hämmer kann nur was machen, wenn er seinen Punkt ausgibt dafür. Wieso? Ja, weil sonst Angst hast du dich für Piesels und nicht. Nein, das ist kein Punkt. Das ist einfach immer, wenn ich, das ist ein Talent. Immer wenn ich Angst oder Panik habe, dann werde ich das in Aggression umsetzen. Ach so, okay. Und dann greife ich halt an. Okay, dann seht ihr tatsächlich, dass da 3 UPP-Soldaten stehen. Die haben 7 Zivilisten an eine Wand gestellt und haben etwas vor. Komm, nietet die um. Ich habe das kleinere Geschütz. Die Ziele und... Nein, nicht alles! Hast du es jetzt getan? Ja. Ja. Und du schießt Hämmer mit was? Ist du schießt mit dem großen Turm. Nein, das macht doch Löcher. Macht doch nichts.
In alle. Aber es ist ja trotzdem ein Gewehr, in Anführungsstrichen, ne? Nein, oder war das Explosion? Kanone. Okay, ja, dann. Das sind wahrscheinlich Granaten. Ihr seid doch alle wahnsinnig. Es ist eine Plasma-Pulskanone. Okay, Plasma-Pulskanone. Ja. Dann brauche ich gar nicht erst. Nein, es gibt eine riesige Explosion oder nicht Explosion, aber. Das Ding macht 6 Schaden. Ja. Jetzt wissen alle, wo wir sind. Und 2, 3 der. Nee, sind alle tot. Der Aufständischen kämpfen da noch. Aufständischen, der sind gar keine, der Kolonisten sind keine Aufständischen, ganz wichtig. Sind es Zivilisten. Sind Aufständische. Zivilisten. Also, wir haben gerade Zivilisten gedingst. Alle ja, Stress plus 1, bitte. Hämmer, du bist ein Arsch. Ja, aber echt. Gut, dann weiterfahren. Habt ihr es gehört? Sollen wir die nicht noch retten? Irgendwas? Verbinden? Verfluchter Sohn einer schimmligen Petrischale. Ich mach dich alle. Das waren alles. Was ist jetzt? Du hast Sabine getroffen. Ich habe nicht auf Kaminski geschossen. Ich habe nur noch. Sollen wir die Leute nicht noch retten? Die Verletzten. Wir haben Besseres zu tun. Wenn man mich ansieht, ich habe einen total psychotischen Blick halt. Wir sollten weiterfahren. Da ist sie wieder. Ja, ich hab völlig vergessen leider jetzt, wohin ihr fahren wollt, um ehrlich zu sein. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Wir wollten wieder auf den ein Weg Schiff kapern. Ein Schiff kapern, also eher in den Außenbereich. Irgendwie. Während ihr quasi versucht, den Weg rauszufinden, wird Hammer einfach noch mal kurz wegnicken. Bodenwelle! Puff. Oh! Und wieder fällt er aus dem Turm raus. Tschüballe. Anschnallen ist gar nicht die dumme Idee, aber naja, egal jetzt. Dann schiebe ich aber erstmal Hammer zur Seite und setze ihn auf die stabile Seitenlage. Oh. Kriegt er gar nicht mit wahrscheinlich, ne? Nein. Aber er läuft ja hin und her, ja. Ja. Wo war denn jetzt das nächste gelandete Schiff? Da hinten irgendwo. Ihr wollt die der UPP schnappen quasi. Ja. Kriegen wir eine Karte? Bitte. Einmal eine Karte. Ach Mann, das tut mir leid. Irgendwas stimmt alles hier gut. Nicht. Ich bin schon wieder weg. Ah. Das sind halt richtig große Landungsschiffe, ne? Richtig große Landungsschiffe. Naja, da kommen dann immer gleich 50, 60 Leute raus. Also, Scheiße, wo ist denn jetzt das vor? Keine da in der Mitte. Wenn so ein Ding leer ist, passt dann ein APC da rein. Wieder los. Richtig, dann passt dann da der APC rein. Dann ist da, genau. Hier, da ist südlich vom Fort ist ein Feld. Mhm. Liegt da vielleicht zufällig eins? Dann hätten wir es auch nicht so weit. Ja, in den Wildcutterpark. Ja, genau, da meine ich. Mhm. Okay. Und rechts davon ist auch noch so ein Feld. Alex, kannst du das identifizieren? Ja. Also wir haben ja einen überhaupt nicht kleinen Stadtplan, den sie zu befahren haben. Mhm. Da wollt ihr es versuchen. Ja, genau, holt Chaos. Ja, einfach mal gucken, ja? Nein, die Dinger sind doch groß. Ja, da ich ist denke, aber keins tatsächlich. Nee, die sind nicht direkt in der. Tatsächlich sind die ziemlich genau gelandet. Und zwar wo einmal denn? Da in der Raffinerie, wo ihr wart. Okay. Da war eins gelandet. Bei den Ölfeldern. Und am Flughafen und am Fort. Und außerhalb der Stadt. Genau, also wir haben versucht. Genau. Chap, was hältst du von außerhalb der Stadt? Außerhalb der Stadt hört sich gut an. Weil dann sind wir nämlich raus aus diesem ganzen Stress und haben vielleicht dann da eher die Möglichkeit. Ja, auch wenn wir dann die Deckung der Stadt natürlich nicht mehr haben. Ja, aber hier können die sich untereinander vielleicht schneller wir fahren nach außerhalb der Stadt, wir fahren in Richtung der 6, da wo sich momentan das Symbol des APC befindet. Mhm. Okay. Richtung District West. District West klingt immer super. District West. Ah, okay. Ja. Aber die Gunneries sollten auf jeden Fall den Finger am Drücker haben, aber nicht abschießen. Ja, hab ich. Gut. Ah, da.
M577. Oder was suchst du denn jetzt, Alex? Ich habe nach einem UPP Ox 440 Hemp-Fee Damit gut. Kannst du mir nicht dienen. Na gut. Tatsächlich. Am Steuer! Mhm. Du darfst bitte einmal einen Beweglichkeitswurf oder Fahnenwurf, wenn du das hast du ja bestimmt auch, ne? Fahnen. Habe ich auch, ja. Aber... Ja, mach mal Fahnen dann tatsächlich. Moment. Fahrzeuge lenken. Inzwischen ist ja auch so der Sturm über der Stadt, es schneit. Wow. Also Stress. Cool. Ist sehr cool. Nicht so gut, aber. Aber zwei Erfolge. Mal gucken, ob der. Oh! No! Okay, es passiert Folgendes. Ja, das ist einmal. Du merkst tatsächlich, das ist so eine Situation, die ist echt skurril, weil hier ist ja, ihr fahrt raus und dann merkst du, wie sich vor euch tatsächlich der Boden auftut. Das heißt, es gibt ein Loch im Boden und muss irgendwelche, ja, keine Ahnung, Beschuss? Was da passiert ist. Beschuss? Nee, eben nicht. Was? Und du bist eigentlich ganz cool und denkst, da komme ich rum. Mhm. Und in dem Moment aber irgendwie scheint das für dich zu viel zu sein. Es bricht auch noch der Boden ein. Jetzt überall Beschuss und verreißt ein bisschen zu viel. Und euer Auto macht aber wirklich einen Wumms gegen eine Mauer. In dem Moment, genau, wenn da ich ja den Finger, wie Chap ja gesagt hat, am Abzug habe. Dritt. Ich werde wieder wach. Ihr könnt einmal alle los? Panzerung gegen einfach einen Schaden würfeln. Aber. Ja, du wirst wach. Das Auto fährt gegen die Mauer. Boom, und du stehst schon wieder. Er fährt die scheiß Schüssel. Was sollen wir würfeln? Panzerung hält aus. Panzerung? Ja, auch für euch, ne? Also Kopfstoß. Auto ist auch wichtig, ja. Ja. Wo finde ich das? Ganz da? Unten. Wo dein Bild ist, ganz, ganz unten. Ja, da ist es. Und da einfach, ja. Oh. Das ist super. Das war Kacke. Oh. Ich auch. Dante und Chaplin kriegen einen kleinen Blutner irgendwo. Oh, verdammt. Oh, vorsichtig. Oh. Mann. Jimmy. Du fährst wie ein Pavian. Ich lade nach. Alles, was da rausgekommen ist, klack. Keine Ahnung. Klick, klack. Ja, also ich sitze hinterm Steuer und habe einen hochroten Kopf und mein Lieblingswort ist natürlich im Moment fuck. Fuck. Das war so das klar. Das kommt im Maschinengewehr. Private Schmierski, Rückwärtsgang jetzt. Ausführung. Kommt das durch die Panik durch? Sie ist professionell. Sie wird das können. Ja, 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 schon. Du bist halt sehr unkontrolliert am Zittern, ne? Aber du hörst, also, ja, ja, du bist noch aufnahmefähig. Also, ich habe Känguru-Benzin getankt. Ich lasse die Kupplung immer mal hüpfen. Schön. Das weckt zumindest das Mason wieder auf. Ja, genau. Hallo Mason. Hallo Mason. Hallöchen. Hi. Hey. Du hattest dir den Kopf gestoßen und deswegen kommst du erst jetzt wieder zu dir. Wir fahren im APC. Euer Auto steht erstmal einen kurzen Moment. Was passiert? Jimmy hat das Ding gegen die Wand gesetzt. Ich hab einen Blackout. Ich weiß gar nichts. Scheiße, Klappe. Halt die Klappe. Ich schaff das schon. Der Turm dreht sich wieder. Vom Orbit aus angegriffen. Landungsschiffe gehen ab hier und spucken Soldaten aus von der APC. Wir müssen jetzt hier weg, oder? Wir müssen weg und das große Schiff auf dem Raumhafen ist zerstört worden. Wir sind jetzt dabei, eines der Schiffe zu kapern, eines der Invasorenschiffe. Ja. Ja, läuft. Ich hab das Ziel gerade in der Zielerfassung und. Was noch tust du? Schieß da doch nicht drauf. Danke. Nee, gar nichts. Gut. Wir wollen das Ding ja mitnehmen, dachte ich, da drauf, oder? Und nicht vom Himmel holen. Richtig. Ja, wir müssen zu den anderen Truppen zurück. Unsere Befehle sagen eindeutig, dass wir die Bastion verteidigen sollen. Ein Scheiß! Wir befolgen unsere Befehle. Marine. Wo sind wir jetzt? Immer noch auf der 7? Wo ist denn das Raumschiff?
Ist das noch weit weg? Ja, ihr seid ja erstmal gegen die Wand gedonnert, ne? Ja, wir fahren los. Doch jetzt weiter. Ja, doch schon sehr unterwegs. Du bist aber sehr unruhig hier. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Maßstab der Karte ist. Das heißt, ich bin gar nicht... Okay, dann entspanne ich mich gerade mal wieder, wenn der Chain of Command ja eine andere ist. Ah, ja, super. Warrant Officer Chaplin, Sie unterstützen Schmierski beim Pilotieren dieser Anlage. Ich dachte, ich bin zweiter Bordschütze. Nicht ja, da mehr. Bin ich doch jetzt, du lachst so, da ja dann, besoffen durch, bewusstlos. Dann kletter ich nach vorne und in Richtung zweiter Pilotensitz. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Mieski es nicht mehr schafft, übernehmen Sie. Bei dir alles gut? Also. Fragst du mich? Ja. Ja, scheiße, ich schaff das schon. Komm, hau ab! Guck mir unauffällig die Kontrollen an, ob man da was. Alles im roten Bereich. Also, du fällt schon auf, dass sie mit ihrem zitternden Händen irgendwie so zwei Knöpfe nicht so getroffen hat zum Neustart, wie sie eigentlich sollte. Ich drück die halt mal ja. So, die zwei Knöpfe. Guck mal hier. Ach, Klugscheißer. Plötzlich gibt es einen wirklich, wirklich lauten. Kann nicht so weit weg von euch gewesen sein, aber es ist. Es ist keine Explosion oder so, sondern eher tatsächlich, ich habe dafür gar kein Gleichbombardement. Gar keine Nähe. Es ist eher ein Schuss, der aufknallt. Es auf unserem Panzer? Nee, yeah. Es ist ein kurzer Moment Ruhe. Dann splittert eine eurer Scheiben tatsächlich, durch die ihr rausgucken könnt, die eigentlich sehr stabil sind. Und ihr seid natürlich alle erstmal. Und es wird sofort rumgebrüllt. Achtung, Panzer unter Beschuss! Ja, und ihr guckt euch um. Wahrscheinlich auch, ne? Geht's den anderen irgendwie gut? Das macht mehr so aus, wie ist die Lage? Und euch fällt auf, dass auf Dantes Brust irgendwie so ein bisschen Blut auf seiner. Na toll! Aber man kann einmal schnell einen Wahrnehmungswurf machen, bis auf Dante natürlich. Wollte ich schon mal haben. Oh, ich sehe viele. Ach komm jetzt, das ist doch echt nicht wahr. Gut, ich hab wenigstens was gesehen, da habe ich mir schon wieder Panik. Ihr braucht Pause, ja? Ja. Brauchen da die Pause. Oh, schreien, Hämmer. Ach Mann, also ich glaube, ich kann nicht mehr Auto fahren. Warum machst du die Pause? Oh, aber mein Stresslevel sinkt dafür um 1. Ich weiß nicht, ob das automatisch gemacht wird. Sehe ich noch irgendwo ein Ziel? Nein, gerade nicht. Hier steht er ja immer noch an der Wand, quasi eher. Gut, ich drehe den Geschützturm einfach nach hinten und schieße alle welche Häuser. Komm, ja, ich würde zum Private nach oben gehen, zum Geschützturm und würde ihn erstmal von seinem Sitz runterzerren. Ne? Ruhe bewahren, Hämmer, genau. Private Hämmer, Ruhe bewahren. Also warte mal, ja, er ist auf jeden Fall stärker als du, das merkst du, er hat schon echt Kraft in dem Moment, wo er das tut. Ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann, dir eine reinzuhauen in der Situation einfach, weil ich echt in Panik bin. Ich hau dir eine rein. Ich versuche dir eine reinzuhauen. Mach das. Aber ich bin, Ja, wenn du das so machst, dann musst du gleich würfeln, dann mach's einfach. Du willst ihn eher wegdrängen. Ich hänge an der Kanone. Mit der Kanone mache ich gerade Dinge, die mir gefallen. Trittst und, quasi einfach. Oder was? Genau, ich hau oder trete nach dir, dass du. Also so beiläufig halt. Und, ich bin wirklich stark. Und ich würde versuchen, möglichst nicht abgelenkt zu werden. Wo sind sie verletzt? Was ist getan? Wer hat es geschafft übrigens eben? Ich habe einen. Wir müssen noch einen Panikwurf machen. Ne? Ich habe zwar Panik, aber wieder in Panik mehr. Aber ich habe es geschafft. Wow, okay, die das geschafft haben, die bemerken bei ihrem Blick, dass das keine Wunde an Dante ist, sondern dass das irgendwie so ein bisschen Restblut noch in der Nase tropft. Hä? Ja, also, wo kommt denn das jetzt her? Von dem hat Fenster? Von der Kurzschluss gehabt oder wie? Nee, Dante. Ja. Ich? Ja, Dante. Dante, du hatte hast Nasenbluten. Hä? Seine Nase noch gerade? Oh, verdammte Scheiße, Fensterscheibe. Wir müssen, gib Gas, Simeski, wir müssen hier weg. Oh Gott. Ich versuch mal, das Fahrzeug da aus dieser Situation rauszukriegen. Gut. Mhm.
Also ja. Irgendwas fallen lassen ist ja in meiner Situation eher schwierig. Ja. Ich denke mal, ich verschluck mich einfach an meinem Zahnstocher, den ich da zwischen den Zähnen habe. Jetzt hart abgelenkt, ich sehe schon. Das Auto springt wieder zum Leben. Also, ja. Weiß ich, wenn du abgewürgt hast, was wahrscheinlich bei so einem Ding echt schwierig ist. Ja. Und eine APC abwürgen, ich glaube nicht, dass das geht. Jedenfalls ruckeln wir weiter in irgendeine Richtung, in die wir fahren sollen. Mhm. Und okay. Ich würde dann zu Private Hammer sagen, Private, bleiben Sie sitzen, holen Sie tief Luft, zählen Sie bis 200 und dann können Sie, wenn Sie sich wieder gesund fühlen, wieder an Ihren Platz zurück. Ist das ein Befehl, Sir? Das ist ein Befehl, Private. Dann sprechen Sie das auch so aus, verdammt. Oh, eins, nein. Zwei, drei. Reisehammer. Dan nimmt zu viel Drogen. Und dann würde ich zu Dante gehen und Chap, was ist mit mir? Ich würde mir die Wunde gerne mal anschauen, die er hat. Ja, guck. Hat über, ja keiner. Aber Nasenbluten und. Ja, ja. Aber er hat keine Wunde, er hat sich nicht die Nase gestoßen, er hatte einfach Nasenbluten. Einfach Nasenbluten? Mhm. Hatte ich das richtig verstanden, dass er irgendwie in der Brust noch irgendwo Blut rauskommt? Nee, das war hier raufgetropft. Ach so. Halt. Genau, ah, deswegen wirkte es im ersten Moment scheiße, okay. Er wurde getroffen, aber nein. Okay. Ansonsten soweit gut? Ja, natürlich. Wie viele Finger sehe ich so? Zwei. Und jetzt? Ein. Gut. Was ist das für ein Scheiß? Hier, kannst du nicht mal gerade Matt-Programm laufen lassen? Nein, Private, ich kann da nicht gerade Matt-Programm drauf lassen. Also, wenn dir ein Scheiß Taschentuch in die Nase, wenn du... Mann, dafür gibt's eine Uniform. Ja, stellen Sie sich nicht so an. Ja. So, weiter. Wir haben, glaube ich, Arschloch A gegen Arschloch B getauscht. 200. Die sind alle gleich, die Offiziere. Ja, ihr nähert euch tatsächlich, wie ihr dann seht, einem Cheyenne-Landungsschiff. Großartig. Hey. Geil. Was ist der Plan? Vollgas in die Laderampe rein donnern? Da sind ungefähr so 3 bis 5, ihr könnt es nicht richtig sehen, UPP-Soldaten. Chap, darf ich mit der kleinen Kanone schießen? Auf ja. Was? Möchte Befehl auf... kleine Menschengruppe zu schießen. Auf kleine Ziele. Ist ja. Die Laderampe unten vor dem Ding? Ist die Laderampe unten? Ja, die ist unten. Gott, tatsächlich. Das heißt, ich gebe Gas und fahre im Zweifel auch alles um und fahre jetzt will diese Laderampe hoch und rein in das Ding. Genau, und direkt mit ganze Feuer nach freien Bemessen. Gibt es überhaupt irgendjemanden von euch, der so ein Ding fliegen kann? Ich frage für einen Freund. Verdammt, Autopilot! Ich sag mal so, es gibt hier nur die Fähigkeit Fahrzeuge lenken. Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, das ist tatsächlich sehr locker das hier. Das ist ein Problem, das wir lösen, wenn wir da ankommen. Okay. Zimierski muss das können. Mach mal bitte 3 also. Panzerungswürfe fürs Auto. Okay. Wer macht die? Ja, Wolfgang ist geübt. Achso. Okay. 1, 2. 3. Es waren in Summe 3 Erfolge. Läuft total. Das heißt, ich lasse den Motor richtig aufrollen, ne? Ja. What the... Ich pushe ein. Auch das Cheater. Ist doch nicht. 2, 4, 6, 7, 14, 21 Würfel im Stück ohne eine 6. Boah. Ihr kriegt trotzdem einen Schaden als Auto. Ja, alles klar. Ihr knattert in dieses Ding rein, steigt wahrscheinlich aus, irgendwann drückt auf diesen Knopf und das fährt erstmal zu und ihr hört, wie Schüsse auf dem Ding einprasseln. Genau, und dann sozusagen vor dem Pilotensitz. Genau. Mason, okay. Schmierski, ihr kümmert euch um die Piloten und wir kümmern uns um den Rest. Das Schiff, der APC muss ja auch gesichert werden. Seitenkanonen, dann benutzt die Seitenkanonen. Ich finde dieses Ding, ich habe es mir mal gegoogelt, ich finde das super schwer zu beschreiben. Ja, das hat sogar so Adrak, die sind jetzt nicht voll bestückt. Das ist ja im Grunde so ein langer Schlauch, der aber so diese zwei
zwei Arme hat, durch die es dann, glaube ich, Schub gibt. Schwenkflügler, ne? Genau, und hinten hat es dann noch so Art Raketenabschussbasen. Ne? Aber so kleine Geschütze hat es, glaube ich, tatsächlich gar nicht. Okay. Ah, Entschuldigung, das war ich. Ja. Das Cheyenne-Landungsschiff ist das aus dem Film halt, ne? Ja, das das Dropship, das hat diese Raketen, die es so ausklappen kann. Tja, Sabine, ich fürchte, du wirst einmal einen Flugwurf machen müssen, einen Fahrzeugwurf, wenn du da reinstürmst. Ich freue mich schon. Ist da überhaupt jemand? Nee, tatsächlich ist es komplett. Super. Die sind irgendwie ausgezogen. Ich würde dir helfen beim. Das heißt. Egal, ich mache dann mal meinen Wurf, oder? Ja. Sind jetzt die draußen. Ich helfe dir dabei. Sind die draußen jetzt alle tot, Alex? Sind die draußen tot oder was ist das? Ja, die sind euch gerade einfach nicht gefährlich, ne? Das Schiff ist. Ihr seht es ja auch nicht. Das Schiff ist einfach zu stabil für so kleinen Beschuss. Ja, trotzdem. Ich habe zwei Erfolge. Ja, sehr gut. Ihr hebt ich und ich einen weiteren. Gut. Ich werfe mich auf die Laderampe und sollte sich da irgendwie einer bewegen oder zeigen, im normalen Rifle ja. Das Feuer. Wolltest du nicht zumachen, die Laderampe? Doch, haben ja, wir. Ja. Ja, ja. Läuft die schon? Ist ja, schon? Ja, die geht schon. Bewegt sich? Okay, gut, dann... Ja. Wenn wir abheben, würde ich nach vorne zum Piloten gehen oder sagen, Schmierski, abtreten zum Entspannen. Einmal durch gut durchatmen. Okay, also, und wer fliegt das Ding dann? Ich flieg weiter, kein Problem. Ja, und ich setze mich neben Mason. Ach du lieber Himmel. Also kann ich auch. Hat hier irgendwer Stunden auf Raum? Ich gehe auf die Feuerleitkontrolle für die Raketen, für die großen Raketen. Es gibt große Raketen an den Seiten in festen Stationen und da gibt es zwei Mehrfachraketenwerfer, mindestens. Okay, ich hock mich zittrig irgendwo in der Ecke und lehne mich zurück. Trink mal ein Wasser, Mensch. Pass auf, Hämmer, du siehst aus deinem Standpunkt tatsächlich, aus deinen Dingern, Hämmer, da steht ein Panzer von Marines Panzer von euch und zwar ein M40E Ridgeway Panzer, der irgendwie wild in irgendeine Richtung feuert und du siehst da tatsächlich so aus ja so 20 Meter dahinter vier Aufständische, die gerade einen M5 Raketenwerfer aufbauen, um auf das auf den Panzer zu schießen. Mach's platt. Oh. Ja. Ich würde mal punkten, ich würde tatsächlich Chaplin. Ja. Sollen wir vielleicht versuchen, Art A die IFF-Kennung zu ändern? Also, dass wir von unseren Leuten nicht abgeschossen werden? Das ist eine sehr gute Idee. Führt es durch und Hämmer, haltet uns den Arsch frei. Aufständische, Ziel erfasst, feuere Raketen ab. Massaker. Große Löcher. Ich schieße auf diese Truppe von Leuten, die da irgendwelche Geschütze in Stellung gegen den... Ist der offensichtlich immobil, der Panzer? Oder ist es ein Panzer oder ein APC? Das ist unser Panzer. Ne? Das ist unser Panzer. Der, ja, weißt du nicht, der steht da einfach. Ja gut, aber ist es ein Panzer oder ein APC? Ein Panzer. Der hat irgendwo in eine Richtung geschossen, in eine andere. Ja gut, aber was soll ich machen? Also ich meine, mehr als dem jetzt irgendwie, wir fliegen ja... Ich schieße auf die ihn da bedrohen wollen und dann sind wir ja auch schon weg, vermute ich. Ja, ja, das geht ja ganz schnell, ne? Also... Oh. Das geht ganz schnell? Aha, okay. Unser Flug, ja. Ja, das sind ja nur... Also, es wird gleich ganz schnell gehen. Du hast nichts zum Schießen, ne? Nee. Hämmer, willst du einen Wurf machen? Fernkampf? Raum. Ja. Geschützt, ja. Es gibt, also, es gibt nur Fernkampf. Bei schweren Maschinen ist was anderes. Ja, dann mach. Oh, ein Erfolg. Meine Güte. Das reicht ja auch. Von 10 Würfeln. Was möchte Mason uns sagen? Streng genommen, sogar 12 durch die Stress. Ach ja, das. Pushen, also das mit dem Kommen. Ach so, ja. Okay. Meine Fresse. Sehen wir denn Hämmer, wie er da mit Freude Leute abmetzelt? Ich sag mal, ich verstecke mich dabei nicht. Ja, aber Hämmer, du hast ja quasi böse erledigt, ne? Ja, okay. Ich schieße nicht unsere Leute, ich schieße die UPP-Leute. Machst du dabei irgendwas? Nicht schon wieder Zivilisten. Rufst du, schreist du, jubelst du, schimpfst du?
die, Motherfuckers, die. UPP-Bedrohung am Marine-Panzer ausgeschaltet. Oh. Nach weiteren Zielen. Die geht da jetzt gerade eine ab, du Psycho, oder? Mein größter Wunsch ist es, fürs Korps zu sterben oder so viele Leute wie möglich umzubringen. Ist halt kein Mensch. Ich zeig auf Chaplin. Chaplin ist kein Mensch. Ich bin wohl ein Mensch. Jimmy. Seid jetzt mal bitte schön freundlich hier, ja? Streng genommen bin ich besser als die meisten Menschen. Ich bin gemacht worden für das hier. Ihr habt euch nur beworben. Das glaubst auch nur du, mein Lieber. So, jetzt sieh zu. Mason, wie weit sind wir denn? Sind wir schon raus? Nee. Atmosphäre? Wo sind wir? Ja? Ihr wollt zum Vor, habt ihr gesagt, ne? Wollt zum Vor? Oh Gott. Befehle wir sind nicht Befehle. Aufgestiegen? Nein. Warum nicht? Wir sind aufgestiegen, aber wir sind diese scheiß Kennung noch nicht hingekriegt. Dann sind wir in Beschussreichweite. Ja. Wir müssen du hast keine was kannst du überhaupt, Mason? Wenn wir keine Flares haben, schieße ich einfach sämtliche Raketen ab, die wir haben, Hitzesignaturen zu erzeugen und vor uns quasi einen Pfad der Vernichtung irgendwie in den Feinden zu gleichzeitig zu stellen. Also ich meine, das ist eine Win-Win-Situation. Ich würde auch Comtech dann einsetzen und versuchen, zusammen mit Mason das entsprechend anzupassen. Es gibt doch Täuschkörper, die abgeworfen werden können. Hämmer! Was hast du eigentlich gelernt, du Blödmann? Ich habe gerade gefragt, ob wir Flares haben. Wir haben keine Flares, hieß es. Also schießt man Raketen ab. Doch nicht. Ganz einfach. Und nachher haben wir nichts mehr. So. Willkommen, Chaplain. Ja. So. Es gibt überall Riesenexplosionen. Tatsächlich triffst du auch noch einen Feindespanzer, irgendwie, der gerade das Tor beschießt. Mit deiner, irgendwelche Häuser explodieren noch, Unschuldige sterben, aber ihr werdet getroffen. War klar. Bingo! Black Hawk down. Ihr steht aber sowas von rasant bergab. Und anschnallen! Können wir noch irgendwie uns aussuchen, wo wir, also ihr noch grob irgendwo. Ja, ihr wart ungefähr auf der Hälfte zum Vor. Sagte Dante aufsteigen. Nein, sagte Dante. Also ich meine nur wegen Fahrzeuge lenken und fliegen und also ja, kontrolliert wie hoch abstürzen. Sind wir? Wie hoch sind wir? Naja, das bezeichnet man hier als Zone 1, also das ist ist nicht hoch gewesen tatsächlich. Was heißt nicht hoch? Ja, für diese war ein Flug von 5 Kilometern oder so, ne? 6 Kilometern, das war immer ein bisschen. Ja, wir sind schon eher bodennah geflogen. Ja, klar. Mhm. Du willst ja auch nicht von den Schiffen oben beschossen werden. Ich glaube, das ist ja noch viel schlimmer. Ich hau immer auf alle Tasten, so nach dem Motto, um so viele Raketen wie möglich auszulösen, und dann renne ich zum APC. Ja, und dann würde ich sagen, Mason, rein ins APC. Und ich würde versuchen, den Vogel irgendwie mit über schwere Maschinen oder entsprechend über Fahrzeuge lenken, einigermaßen kontrolliert zu landen. Probier's. Das war das, was ich gerade getan habe. Achso, Entschuldigung. Deswegen wirbel ich gerade und habe Panik. Also okay. Keine Panik. Oh mein. Ja gut, also ihr beide bleibt am Steuer auf jeden Fall. Okay. Und bringt den... was wird jetzt noch gewürfelt? Ja, ich helfe. Ach so, du auch. Das ist so schön, jemanden zu haben, der keinen Stress kriegt. Daran solltet ihr denken bei sowas. Ich steige in den APC ein. Ich steige schon mal in den APC ein. Ja, pass auf, ihr müsst alle bitte einen Beweglichkeitswurf machen. Beweglichkeit. Ja. Wie schnell und gut ihr in dieser Situation zurande kommt, darum geht es im Grunde. Wo ist denn das? Da ist es. Ich sehe Beweglichkeit nicht. Beweglichkeit ist ein Attribut. Ne? Ah, da, ich sehe es. Ja, bin ich beweglich. Also das Stresswürfeln geht mir langsam auf den Geist, ey. Ich schlüpfe in den APC. Och, ne Leck! Also du siehst quasi so diesen Anschnallgurt deines Autos, aber bist so im Tunnel, dass du dich einfach nicht mehr anschnallst. Ihr kriegt alle 3 Schaden minus Beweglichkeitserfolge. Oh, ihr seid doch alle wahnsinnig. Also 2, ein Und ihr schafft es, das irgendwie noch gerade runterzukriegen, sodass es nicht in einer Explosion zerschellt nämlich. Aber es macht einen riesen Rums, ihr landet irgendwie, brettert in ein Haus rein. Nein. Der APC fliegt da drin durch die Gegend. Nein!
Private Smieski fliegt da drin durch die Gegend. Die anderen sind irgendwie angeschnallt. Ihr seid im Cockpit angeschnallt gewesen. Ich klebe dann irgendwo an der Decke, oder? Ja, und dann fällst du ab. Alex? Flatsch. Ja? Ja? Ist der NPC, steht der wieder gerade auf? Nein. Ich mache meinen Anschnallgurt jetzt auf. Ich sitze ja schon im NPC. Kletter wieder raus. Verdammte Scheiße. Den können wir doch nie im Leben umwerfen wieder. Der liegt auf der Seite, oder wie? Ja, der ist. NPC? Im Schiff, ja, quasi. Hinten drin. Wir geben Gas aus dem Tor raus. Im Zweifel auch schräg mit dem Scheißteil. Ja. Ja, gut. Reinsteigen, ausprobieren. Ich bin schon drin. Was soll's? Motor an. Ja, dann zeig. Da ich jetzt Erster bin, okay, ich lenke dann ein bisschen, gucke, dass das irgendwie und dass die Karre wieder horizontal kommt. Dann bist du jetzt ein Pilot, Dante. Und los, schnell alle einsteigen, wir müssen hier sofort weg. Mason, du gehst zum Kanonier nach hinten. Schön, alle so einsteigen wie ganz normal, aber auf der Seite. Hey Chef, auf die ich hab eine Idee. Und dann fahre ich das Ding so schnell es geht, rückwärts die Rampe wieder runter. Wir können runter. Uns auch rausballern. Falls er uns nicht auf die Seite bringt, kann ich einfach den Turm in die Innen auf die G, also auf die Schottwand richten und hoffen, dass die Druckwelle der Explosion uns einfach umkippt. Gott. Das wäre meine zweite Wahl. Die erste Bahn ist. Ich hätte eigentlich gedacht, der Turm dreht sich und drückt dann das ganze Fahrzeug. Und damit verbiegt er das ganze Rohr. Die Gefahr, dass das Geschütz dabei leidet, ist viel zu hoch. Irgendwas ist immer. Also ich fahre rückwärts die Rampe runter. Ja, dann mach mal einen Wurf, bitte. Auf Fahrzeuge lenken? Ja, du hast ja kein Rad, also deswegen. Ich würfle für dich. Das sieht gut aus. Ja. Es sind zumindest zwei Erfolge. Mhm. Perfekt. Ja, ihr schafft es tatsächlich irgendwie durch ein kurioses Manöver die Rampe runter euch wieder hinzustellen. Es muss episch aussehen. Hammer stellt aber im Schussstand fest, ihr habt keine Waffen mehr. Hä? Wieso? Das ist beschädigt. Waffen sind offline. Verdammte Scheiße. Besser als gar nichts. Besser als gar nichts, Leute. Wir haben den Panzer. Aber jetzt, hey, Chap, wohin? 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 Erstmal raus. Ja, gut. In der ruhige Ecke. Gas Luft geben. Holen. So. Wenn wir fahren, dann kletter ich aus dem Turm raus und gehe wieder zum, da wo halt die Marines normalerweise sitzen, um aussteigen zu können und leg mir irgendwie, fummel mir meinen Harnisch wieder an, meinen Smart Gun Harnisch. Mhm. Den kann so ich im Turm nämlich nicht vernünftig tragen. Achso. Okay. Zumindest nicht mit Smart Gun. Ich fresse ein paar Rationen erstmal wieder auf. Also einfach versuche mich tatsächlich. Also, die wir aktiv fahren, einfach zu entspannen, wie das so ein guter Marine macht, schlafe bei jeder Gelegenheit. Ich gebe richtig Gas. Zimierski, wofür war dieser Knopf? Kann ich versuchen, also ich bin ziemlich platt, aber gut. Ich aber du sitzt aber auf dem Beifahrer. Okay, ich sitze auf dem Beifahrer. Auf jeden Fall irgendwie eine Pause. Irgendwie auf jeden Fall. Sollen wir ganz raus aus der Stadt, sollen wir aufs Land fahren? Nein, aufs Land nicht. Aber irgendwo, auf dem Land nicht, da werden wir sofort gesehen und ausgelöscht. Nein, also, ab in die Seitenstraße, in der Ecke, irgendwo Parkgarage oder so. Und gute Idee. Eine größere Halle, wo wir einsehen können, was sich uns nähert. Ja. Ich fahre also mehrere Straßen entlang, finde dann irgendwo so ein Garagentor, was passend ist. So, los, da, Chap, ist das okay? Rein damit. Ich setze die Karre da rein. Ja, Chaplin. Sollten wir nicht schauen, dass wir die feindlichen Einheiten irgendwie mit schnellen Bewegungen Das können wir dann machen, wenn wir uns wieder ein bisschen beruhigt haben. Weil es sind Tausende von Invasionstruppen hier. Gefühlt. Tausende. 1000. Auf jeden Fall viele. Befehle sind Befehle, Marine. Chaplin. Sollten wir die derzeitige Situation mit dem Oberkommando absprechen oder habt ihr das inzwischen getan? Wir haben keinen Funkkontakt zum Oberkommando. Ah, wie schön. Das heißt, wir sind... Also wahrscheinlich sind die ausgefallen. Ja, davon müssen wir erstmal ausgehen. Deswegen sind wir auf uns gestellt, deswegen müssen wir einmal schauen, dass wir erstmal wieder einigermaßen runterkommen und uns erholen. Schade, dass wir das Flugschiff verloren haben. Naja. Das ist richtig. Aber vielleicht kriegen wir ja, der Lage. Vielleicht kriegen wir ja die zumindest das Eingeschütz wieder hin. Und ich würde mal gucken, ob ich rausfinde, an was es liegt und ob ich es beheben kann. Mhm. Aber das heißt,
Ja, also die anderen, du verordnest gerne... quasi allen eine Pause und du machst sie nicht. Okay, das ist logisch tatsächlich. Ja. Du bist ein guter Androide. Ich habe, Alex, ich habe schwere Maschinen. Ist das hilfreich? Nee, tatsächlich ist Comtech das, was zumindest... Außerdem. Ja, in dem Fall nie. Du stellst sehr gut fest durch deine Analyse, wo es ist, aber du bräuchtest tatsächlich jemanden, der einmal an die Maschine rangeht in dem Fall. Dann würde ich an die Maschine rangehen. Okay, dann musst du nämlich auch... Weil die Chaplain da vorne, da, ich glaube, das ist eines der Probleme. Sehr gut. Und ihr anderen könnt euch dann Stresslevel reduzieren, ne? Ich nehme an, das Zahnrad müssen wir etwas umstellen. Auf eins oder was? Oder Lass mal eins, ja. Hier vorne ist was verklemmt, da müsste man vielleicht... Hier ist doch noch ein Ersatzteil. War eins zu viel, sorry. Der erste war der bessere, hast du Glück gehabt. Ja, du stellst tatsächlich die Waffen wieder her. Boah, sehr schön. Cool. Sehr gut. Gut. Wie lange, Dante, wie lange haben wir dafür gebraucht? Oh, das war jetzt nicht. Eine halbe Stunde. Also könnt ihr, glaube ich, sogar noch ein. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ihr könnt sogar. Haben wir gut hingekriegt. Gut. Halbe Stunde, zack. Was bist du so? Kann man Panik eigentlich auch mit Stims oder sowas runterkriegen? Nee, ne? Das heißt, ihr könntet 3 Stresslevel reduzieren. Oh, okay. Halbe Stunde, ja. Wie ist das mit Gesundheit zu dem Zeitpunkt? Gar nicht, oder was? Ich habe eine Frage zur Panik. Bleibt die auf dem Level oder sinkt die auch? Das ist, nee, das ist ja immer das, genau. Also der Wurf wird wieder, also ist ja immer so... Dein Wurf wird wieder einfacher, aber wenn dir etwas passiert, weil du rechnest ja immer deinen Wurf plus Stresslevel, dann bleibt es halt hart. Also deine Grundangespanntheit bleibt halt. Ihr könnt erste Hilfe auf euch anwenden, wenn ihr Schaden habt, natürlich, dann, ne? Würde ich mich mal verarzten lassen. Muss nur jemand tun nach der halben Stunde. Das würde ich warum, durchführen, weil ich bin hier. 4 von 4, warum? Weil ich bin hier. Gesundheit. Am Ende bin ich ja die. Medizinische Fachkraft. Ja, dann. Hallo. Dann fangen wir mal an. Oh. Bei wem? Hola. Bei dir. Ich fange bei Mason an. Bei Mason an. Mason, okay. Ein. Dann gehe ich zu Schmierski. 2. Dann würde ich zu Hammer gehen. Alles gut. Oh. Ein. Und ich habe gerade gelesen. Ich schaue mir Dante nochmal an. Ich habe nur Nasenbluten. Naja, who knows? Können wir mit irgendeinem Hochleistungsklebstoff das Fenster zukleben? Also da irgendwas, irgendwie eine kleine Panzerplatte vorkleben? Zum Beispiel? Pass auf, ich stelle dir die Alien-Frage. Hast du das im Inventar? Das Fahrzeug hat es im Inventar? Nein. Scheiße. Kein Hochleistungskleber. Haben wir zufällig was in dieser Halle? Mit ein bisschen Glück? Nein, das ist... Aber das Fahrzeug, das wird doch irgendwelche... Nein, das hat keine... Wir haben das Fahrzeug damals beladen und haben uns überlegt, was wir mitnehmen. Genau. Wir haben nicht mal... Oh, jetzt komm uns doch nicht so, Hammer. Du bist doof, Mann. Ja, dachtet nur an Munition. Aha. Ich dachte nur an Raketen. Ja klar, Munition. Das ist immer noch das, was wir am meisten brauchen. Aber Marines. Okay, und weil wir Marines sind, organisieren wir was. Mason, Hammer, ihr geht in das nächstgelegene Gebäude rein und guckt mal nach, ob da was drin ist, was wir dafür verwerten können. Hm. Ausführung. Chap doch nicht mit Mason. Ausführung. Dein Scheißproblem jetzt mit mir. Wir waren gut, du blöder Penner. Abmarsch. Halt die Schnauze. Das waren situationsbedingte Stress. Du gehst vor, mach ab. Scheiße. Der ist... Fehl. Los. Der geht gar nicht mehr. Das Arschloch, sag ich, und ich geh mir das mal an nach draußen. Geht gar nicht mehr. Geh hinter dir mit dem Flammenwerfer. Mach kalt, Mason. Mason, soll ich dir einen Raketenwerfer leihen? Nein, danke. Du willst da hinterher gehen? Feuer und der Wind, das Ding springt nicht an vor 10 Metern oder 15. Was? Ja, der Flammenwerfer tut aber weh am Hinterkopf. Glaub mir, das tut weh am Hinterkopf. Heißen, Popo, und wehe, du pupst. Auf geht's. Der Kopf ist das, was bei Hammer am wenigsten empfindlich ist. So. Ja, ich. Gut, was sind die Scheißbefehle? Wir sollen irgendwas suchen, was wir vors Fenster klatschen können. Ja, da ist ein Gebäude. Das willst du nicht.
ja, auf geht's, komm. Ja, das ist ein klassisches Wohngebäude, ne? Ja. Klaune Bettdecke und gut ist, damit Dante sich nicht ins Höschen, damit Dante sich nicht ins Höschen macht zur Hölle. Die Dante wird dir gleich was zeigen. Vielleicht haben die auch noch, vielleicht haben die auch noch ein paar aus ihrem Höschen. Hübsche Schneidebretter oder so eine Kacke aus Edelstahl. Seien wir mal ehrlich. Ja, das ist total das Glas ist kaputt. Ja. Wird nicht mehr versiegelbar sein und eine Schutzwirkung werden wir nicht erzielen. Ja, ist so. Aber es sieht gut aus danach, bestimmt. Und Dante ist beschäftigt und geht uns nicht auf den Sack. Dante hat schon schlimm nachgelassen. Nach wie vor hört man auch, ich hab's jetzt nicht. Hören wir den Kopffunk von den beiden? Nein, ne? Doch, natürlich, ja, wenn sie das nicht anders sagen. Ihr hört ja zwischenzeitlich auch immer hier von Lasern bis Explosionen, aber auch automatisch, also es ist ja auch Guerillakrieg, ne? Also es wehren sich ein paar der Einheimischen tatsächlich und ist ja alles los. Und also man hat das Gefühl schon, obwohl ja wenig Leute waren, es lebt alles. Was jetzt passiert ist, eure Haare im Nacken und auf den Armen fangen an zu kribbeln. Okay. Chaplin vielleicht nicht. Weißt du, was das bedeutet? Der hat gar keine Haare. Weiß Torben, was das bedeutet? Keine Ahnung, EMP? Ja, Scheiße, es fängt an, richtig kacke zu werden jetzt. Ja, hier. Dann können wir unser Auto auch vergessen. Ja, aber im Prinzip, also EMP würde ich jetzt auch irgendwas Elektronisches, ja, Elektrisches. Also irgendwas mit harter Elektrostrahl, also mit irgendwie, ja. Harter Kernwaffeneinsatz, los ins Fahrzeug. Genau, und dann gibt es einen wirklich gewaltigen elektromagnetischen Impuls am Himmel über der Siedlung. Deutlich über euch. Also wirklich, schön, es ist kein Schiff irgendwie, was runtergekommen ist in dem Fall, sondern wirklich deutlich über euch. Schöne Atombombe in der Atmosphäre hoch. Und ins Fahrzeug. Nein, keine. Alles in den Gassen, am Himmel, überall knallen elektromagnetische blaue Blitze. Wir sind tot. EMP tötet mich. Schalte alles elektrisch ab. Nein, aber die Kernwaffe. Es ist nichts Elektrisches mehr an. Es ist nur ein Puls. Scheiße. Es ist auch, ihr hört noch ein, zwei Explosionen tatsächlich, aber ihr hört auch keine Schüsse mehr. Es ist Scheiße. Ich reiß mir das Okular von der Smart Gun halt vom Kopf so und schmeiß es irgendwie weg, weil es ist jetzt halt tot. Neu starten. Das Zeug ist EMP-sicher in der Regel. Es ist Militärequipment. Vergiss das nicht. Das ist dafür gemacht wahrscheinlich, ja. Da hat Mason recht. Das ist für den Effekt, das Ding hat keine Sonderregeln. Was? Das war schon klar. Ich versuche mal den APC zu starten. Ich nehme den Schlüssel und schmeiße ihn weg. Der Computer ist komplett gegrillt, das Ding kriegst du nicht mehr an. Also das war noch bevor wir richtig die Tür, die Halle verlassen haben, nehme ich mal an. Wir waren so am Rausgehen, so allmählich gerade. Ja. Was ist denn mit... Ja, das lief ja total gut. Was ist denn mit den Pulse-Rifeln? Gehen die? Aus. Alles aus. Die Pulse-Rifeln sind auch... Alles aus? Aber die Raketen gehen. Die Raketen gehen aber. Die Raketen gehen. Die Rakete spricht mit dir, wenn du sie abfeuerst quasi. Da geht gar nichts mehr. Nein, die Waffen sind ja auch alle verbunden. Das ist ja kein Panzerschreck, das ist was Modernes. Ja. Aber das, was funktioniert, werden die Granaten, schätze ich mal. Und die Pistolen. Die Pistolen werden aber gehen, die reden nicht. Und ich glaube auch, dass der verschissene, Flammenwerfer noch funktioniert, weil da musst du nur das Gas rausleiten. Ja, der könnte noch funktionieren, ist richtig. Granaten können auch noch funktionieren, aber wenn jetzt unsere Gewehre schon nicht mehr funktionieren, hört auf. Ja, aber die Pistolen werden gehen. Die Pistolen werden mit Sicherheit gehen, da ist ja nicht viel dran. Oder? Ja. Gehen die Pistolen, Alex? Sag was. Die Granaten müssten auch noch mechanisch funktionieren. Dann sind wir echt nackig hier. Aha. Wir können mit Käse schmeißen. Das Gute ist ja, alle anderen sind auch Water nackig, Bottle. Ne? Das ist das Einzige. Ja, bis auf die scheiß Aliens. Jetzt habe ich meinen. Das Ding ist, dass meine Smart Gun einfach, selbst wenn sie noch gehen würde, wäre sie zu schwer, weil mein Gyro einfach nicht mehr funktioniert. Der läuft über Batterien. Ist das mit dem Zeug, das im Schließfach im Auto liegt?
Ja, was ist damit? Das ist ein paradiesischer Käfig. Ach so. Ein wunderhübscher. Ja, ich glaube nicht, dass das will er nicht. Das ist ja kein Gewitter. Es funktionieren keine Schusswaffen, korrekt, ja? Ja, doch, Pistole ist, glaube ich, Pistole geht, wenn sie nicht irgendwie mit Smart Gun oder irgendwas drin, dass es elektrische Hilfe gibt, dann würden sie, also ihr, ja, kann man wahrscheinlich schießen. Und der, das ist der ganz Flammi? Normale Pistole. Hm? Der Flammi? Ja. Gut. Der geht auch. Okay. Ich stopf mir Scheiße. Die Beintasche. Hast du den Chaplain rebootet, oder? Nein, du bist so ruhig. Nennen Sie das Protokoll. Ja. Der ist wahrscheinlich auch aus. Nee. Ach ja, oh, guter Punkt. Chaplain. Ja. Danke. Entschuldigung. du erleidest einen Angriff natürlich. Das natürlich, aber du erleidest einen Angriff. Ein Angriff. Und kriegst 2 Schaden. Das heißt tatsächlich, Chaplain blitzt und funkt einen kurzen Moment. Aber dann. Und ihr hört auch wirklich elektrische Geräte, ne? Es brutzelt überall, es knallt, irgendwelche alten Fernseher oder was weiß ich. Es gibt überall so kleine Mini-Explosionen, auch nochmal zeitverzögert. Nice. Und jetzt? Haben wir eigentlich Messer? Ja. Haben wir. Messer haben wir. Messer, Pistole, Candy Bar. Candy Bar. Oh, ich habe eine Candy Bar und ich werde diese benutzen. Fazit ist, alles Elektronische können wir eigentlich wegwerfen, richtig? Chaplain. Das macht es jetzt im Inventar leichter. Nur bevor wir irgendwie Zeug durch die Gegend schleppen, das wir nicht brauchen. Ja, wir nehmen eine größere Waffe mit. Nur um sicher zu sein, wenn sie wieder funktionieren, dass wir auch was Größeres dabei haben. Ja. Also wie soll das wieder funktionieren, wenn es gegrillt ist? Also. Elektronik durchgebrannt. Richtig. Hast du Blödkorb das ist da? Richtig. Ja. Das kannst du nur reparieren lassen. Alex, ja. Alex, mein Schneidbrenner, der müsste aber auch noch funktionieren, ne? Der ist simpel, ne? Schon aus. Ja. Gut, sehr gut. Dann so, würde ich. Den Datatransmitter kann man wegwerfen. Ja. Mhm. Ich würde versuchen. Den Bewegungsmelder kann man wegwerfen, juhu. Mich selbst zu verbinden, wenn es geht. Mach das, du dürftest das können. Oh. Nee. Boah, so viele Würfel, ne? Und nix. Ja, war jetzt wahrscheinlich einfach ein Stromschaden, ne? Da das war, klappt das einfach nicht. Ich habe nur für mich gewürfelt, ne? Ach, ja. Wir sind sowas von am Arsch. Ja, und jetzt? Und jetzt? So, jetzt heißt es zu Fuß gehen. So, und jetzt aber wohin denn? Aufstocken. Aufstocken. Jeder stockt noch Granaten auf. Jeder stockt noch Zeug auf, was funktioniert. Und Futter. Wie viele Granaten gibt es denn noch? Wir haben noch 6 Granaten. Nee, wir haben mehr als 6 Granaten. Wir haben hier noch 20 Granaten rumliegen oder so. Ihr habt es gehört, ne? Irgendwo so 2-3 Blöcke weiter gab es eine Riesenexplosion. Ja, da wird irgendeine Scheiße, die hochgegangen sein. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir hier wegkommen. Ja. Ich schmeiß mein ABC nach. Ihr seid ja immer noch in dieser Garage, ne? Deswegen. So. Was das ABC nachweist, das ist im Normalfall irgendwelcher chemischer Scheiß. Sollte funktionieren. Der Geigerzähler und so ist alles Bullshit, was? So, ja. Ich glaube, es sollte aber witzigerweise funktionieren. Ich weiß nicht, können wir das nicht sagen, warum? ABC nachweist, hätte ich jetzt gesagt, dass das ja dafür auch. Also zumindest der Geigerzähler dürfte eigentlich. Na, weiß ich gar nicht. Die Dinger dürften dafür ausgelegt sein, so einen Scheiß zu überstehen. Also ich meine auch, es funktioniert tatsächlich. Wer hat eigentlich festgelegt, dass eine M40 HEDP-Granate 1,5 Kilo wiegt? Ja, schon krass, ich oder? Ich meine, das ist ja eine fucking Claymore und keine Granate. Ja, das ist halt noch ordentliches. Von Worms die heilige Handgranate. Ich habe mir Eimer, jetzt mal 4 davon mitgenommen. Ja. Ich nehme 5 Granaten mit. Ja, das mache ich auch. Ja, der ganze Wagen ist ja voll damit, ne? Ja. So, pass auf, ihr geht dann los. Ja. Und da seht ihr, geht ihr raus aus dieser Garage und da seht ihr, was diese Explosion verursacht hat, tatsächlich. Denn, wo war dieser EMP?
In der Luft? In der Luft. Was gibt in es der Atmosphäre. Noch? Was gibt es noch in der Luft? Den Aufzug. Nee, der steht weiter, der ist immer Schiffe. Noch da. Entsprechend Schiffe. Die Schiffe. Es fallen, die stürzen also jetzt nicht alle runter. Oh doch, es fallen die Landungsschiffe von beiden Scheiße, Seiten, die da im niedrigen Orbit waren. Oh, und in dem Moment guckt ihr nach oben und denkt, ach du Scheiße, das wird schnell richtig schnell in den NPC! Knapp. Beweglichkeit. Nee, vor allen Dingen kommen nicht auch diese Plattformen runter, mit denen der Aufzug vernäht die nicht? Okay. Nee. Jetzt. Okay. Beweglichkeit. Dann los. Beweglichkeit? Mhm. Ein Erfolg. Leute, macht doch keinen Scheiß. Ich push das mal. Ja, ihr könnt pushen, ne? Klar, ihr solltet pushen. Euch fällt ein Landungsschiff auf den Kopf. Da sollte man den. Nicht alle, was Dinge tun. Was denn? So, wo bin ich denn? Ich habe jetzt auch völlig den. Warte mal, ich muss mal ganz. Yes. Ach, meine Fresse. Ich würde jetzt gerne pushen, weil ich habe. Ja, mach das auch du. Dann pushe. Kann ich? Ja. Doppelt irgendwas. Nein. Nein. Das ist nicht ja. Das Dreck. Ist ein Stresswürfel. Ja, nein. Also. Kann mich irgendwer die Gegend irgendwo reinziehen, bitte? In irgendeine Ecke? Okay. Das heißt, nicht geschafft haben es. Dante hat jetzt einen Erfolg. Das heißt, nein. Doch, der war ihr gelbe. Der gelbe ist ein Erfolg. Ja, das ist eine gelbe 1. Ach ja, ach, stimmt. Anzeichen. Hat keinen Erfolg. Er behält die Nerven und guckt auf diese Schifflein. Also, das heißt, Dante hat es nicht geschafft. Mason und hat es nicht geschafft. Hammer hat es geschafft. Ich hab's auch geschafft. Chaplin also hat es einem. Geschafft. Also, Dante und Mason sind die. Ja, ihr, dann, bis auf Dante und Mason, die gucken so echt so Moment zu lange auf dieses Schiff, was irgendwie in der Gasse bei euch da niedergeht und drehen sich zu spät um. Schafft ihr anderen das irgendwie in dieses Panzerfahrzeug reinzuspringen und dann gibt es tatsächlich diesen, aber sowas von kolossalen. Okay. Als ich würde gerne, wer ist näher? Aufprall. Wem bin ich näher? Ist Mason näher zu mir oder Dante näher zu mir? Dante ist ja quasi eine Kumpeline von mir, auch wenn sie echt schwer nachgelassen hat. Dumme Sau. Heißt, ich würde tatsächlich dann, wenn ich das bemerken würde, vielleicht auch wie, ähnlich wie der Chaplin quasi versuchen. Ich meine, die wiegt ja nichts. Was willst du machen? Schnappen und mitnehmen. Und ich würde zu Mason hinspringen und würde mich quasi, würde ihn entweder, wenn er nah genug ist, ihn versuchen reinzuwerfen oder halt über ihm liegen bleiben. Mir weil sind ich die alle scheißegal, ich flüchte als einfach. Talents-Bodyguard. Da war es nur noch einer. Mason überlebt das, weil der Roboter über ihm zusammen. Okay, pass auf, Hammer, dann mach mal ein. Kann man hier eigentlich erschweren? Ja, ne? Ja, mit der rechten Maus, also auf das Werkzeug gehen. Rechte Maustaste auf den Würfelwurf. Also wenn du Ausdauer zum Beispiel. Genau, dann mach mal Basis minus 1 Beweglichkeit, Ausdauer. Ne? Oder Beweglichkeit, umdrehen, ziehen. Und Chaplin, probier's. Also musst du entscheiden, Chaplin, was machst du? Schmeißt du Mason zu Boden und haust dich drauf oder versuchst du mit ihm weg? Ich versuche mit ihm weg. Okay, dann muss ich du. Mobilität muss ich dann entsprechend also Beweglichkeit würfeln. Jo. War das minus 1, Tom? Ja. Okay. Mieski wie eine junge Göttin, Gott ist ja ein, springt in dieses Auto. Ihr schnappt euch die anderen und das Raumschiff explodiert und ihr seid nicht komplett schnell genug, tatsächlich. Aber ihr kriegt nur noch einen Teil der Explosion ab. Ich weiß nicht, was Bodyguard jetzt bedeutet, Chaplin? Bodyguard bedeutet, ich kann reingehen, um den Schaden zu bekommen. Mhm. Und wenn ich ein oder mehrere Erfolge habe, bekomme ich den Schaden anstatt in diesem Falle Mason. Und ich habe einen Erfolg. Okay, das heißt, wir sind bei Hammer und Dante. Hammer, du kriegst einen Schaden. Ich wollte gerade sagen, mehr als 4 ist schlecht, ne? Nee. Kann ich dagegen Rüstungswürfel machen? Mach wahrscheinlich nicht. Ja, kann ich. Ja, also. Könnt ihr, na klar. Dante, 2. Ja. Ihr kriegt alle einen Stress drauf.
Okay, ein Stress drauf, Schaden. Und dann kriegt natürlich der Chaplain alles. Das sind 3. Ich würde meine gegen Panzerung würfeln. Ja. Ein Glück könnte, ja, 2. Das heißt, ich hätte dann einen kompensiert durch die Panzerung, richtig? Genau, richtig. Kriegst noch 2, ja. Und Mason, du siehst, wie so quasi der linke Fuß von Chaplin einknickt, als ein großes Metallteil auf seinen Unterschenkel geht, auf seinen linken Unterschenkel, und der einfach so seitlich wegbricht. Und ja, es gibt noch so wirklich in dem diesen nächsten 1-2 Minuten noch wirklich einige Explosionen. Und ich versuche mich tatsächlich mit ihm in Richtung Auto, also dass wir irgendwie ans Auto rankommen und wenigstens irgendwie ein bisschen Schutz noch mehr haben. Ich sitze da schon drin, ne? Genau, und dann könnt ihr kurz zu euch kommen. Um uns wieder zu regenerieren. Fuck. Definitiv. Weil, sag mal, es werden ja wohl keine 2 Raumschiffe auf dieselbe Stelle abstürzen. Oh, schauen wir mal. Ah, ja. Hat irgendjemand gesehen, ob es ein verdammtes UPP-Raumschiff war? Wahrscheinlich nicht. Bestimmt war es. Obwohl die Frage ist, wer hat diesen EMP abgeschossen? Ich meine, theoretisch. Das würde ich auch gern wissen. Ist es ja fast sinnig, wenn unsere Leute das gewesen. Obwohl. Ah, ist auch egal. Wir werden es rausfinden, oder auch nicht. So, was machen wir jetzt in unserer Garage? Ja, was machen wir jetzt weiter? Dich habe ich auf jeden Fall einfach in diesen APC reingeworfen. Du wiegst ja echt fast gar nichts. Boah, mir tut alles weh jetzt hinterher. Also, nach dem Elektronikgebrutzel werden wir hier gar nicht mehr von dem Planeten runterkommen. Von dem Felsen hier wegkommen, weil jetzt fliegt da nichts mehr. Wir könnten versuchen, bis auf den Aufzug. Eben, wir können versuchen, den Aufzug zu erreichen. Ja. Und vielleicht ist in einer dieser Stationen noch irgendwas, was fliegen kann. Oben? Aber vielleicht, ja. Oberhalb der. Andererseits haben wir ja Befehle. Wir sollen zur Bastion, ne? Ja, wir sollen zum Aufzug. Wir sollen den Aufzug verteidigen. Ja, aber wir kriegen keine neuen Befehle aktuell. Folglich. Und jetzt kriegen wir eh keine Befehle mehr. Ist ja alles kaputt. Darum. Ja, was ihr auch hört ist, die Geschütze der Festung haben auch aufgehört zu schießen. Ah, guck, dann auf zum Aufzug. Ja, und geht der denn noch? Ja, schauen wir mal. Das können wir uns nämlich sparen. Also was ihr wisst ist, ja, und dann? Dass die Aufzuggondel immer im E1, E2 hält, also unterirdisch hält, im Vor. Ach so, vielleicht haben wir einfach Schwein. Müssen wir die Rampe einfach runter. Wie hoch sind die Orbitalplattformen, ist die Frage. Höher. Ja, komm, wir haben auch jetzt nur noch diese besser eine Chance. Wir ja, haben nur genau. Also ich sag mal, Chance, wenn die Orbitalplattformen betroffen wären, dann wären die schon runtergefallen. Ja, auf zum Aufzug. So schnell oder wie was möglich. Auch immer. Los, komm, lass uns loslaufen. In der einen Hand die Pistole, in der anderen die Granate. Los. Wir brauchen erstmal kurz Ruhe, weil ein gewisser Chaplain gerade nur noch einen funktionalen Fuß hat. Abbootet der noch? Nein. Der hat einen Fuß, der gerade getrennt wurde vom Rest seines Körpers. Hä? Wer war das denn? Ja, dann fliegt das Ding doch. Irgendwie wird er schon mitrunden können. Wo ist denn das Gaffertape? Zu dir und ja. Versuche erste Hilfe an deinem Fuß. Gaffertape am Arsch. Oh, hat er das gehört? Also, Scheiße. Ich versuche erste Hilfe an deinem Fuß. Kriegst du auch einen Androiden wieder zum Laufen. Also du siehst, wenn du mich genauer anschaust, siehst du, dass sehr, sehr viele Mikrorisse auf der Haut existieren, wo zum Teil halt unten drunter die Synapsen und alles sichtbar sind. Und na, warte, Moment, ich kann doch was. Warte mal, ich kann doch du was. Kannst du was. Nicht, du ich kannst kann aber was. Nicht verbinden, das hilft beim Androiden. Er ist aber eine schwere Maschine. Richtig. Das geht doch durch, Maschine. Ne? Alex, kann ich das so definieren? Schwere oder Maschine? Oder Comtech? Schwere Maschine. Ich würde fast eher so ein, ja, wahrscheinlich so ein Mittelding aus beiden, ne? Ja, ich glaube, das ist eine schwere Maschine, ne? Er ist doch schwer. Nicht wahr, Alex? Ich drücke jetzt schwer, ja? Ja, ja. Das ist nur schwere Halbleiter. Ah. So, die Gelenke sind schon mal wieder beieinander. Jetzt guck mal, geht wieder. Jetzt müssen wir nur noch deine Mikroelektronik wieder verbinden. Hey, Chaplin, haben Sie dir ein Schimpfwortmodul eingesetzt oder was war das eben?
Und ich gucke ihn so schräg von oben. den brauchen wir noch. Jetzt komm. Kann irgendwer von euch mit Halbleitertechnik besser umgehen? Nee, keine Ahnung davon. Kannst du dich selber Halbleitertechniken, Chaplain? Du hast ja noch ein paar funktionierende Hände. Ich kann schwere Maschinen. Ja, ich kann's. Ich setze mich wieder dran. Soll ich Comtech oder schwere Maschinen? Ich sage, die schwere Maschine haben wir ja zusammen gebastelt jetzt. Ja, die schwere Maschine. Also dein Fuß ist wieder dran. Da bin ich ziemlich gut drin in schwere Maschinen, aber Comtech. Jetzt verkabeln wir ein wenig. Das ist ja mehr fast, also die Androiden hier sind ja mehr so Cyborgs eigentlich schon fast. Und die musst du ja trotzdem irgendwie wieder klicken. Ja, aber viel bioorganischer Scheiß. Also sag mal, was ist denn hier in dem Kasten hier vom Auto? Da muss doch auch noch ein bisschen Werkzeug drin sein für so einen Scheiß. Alles gut. Wir haben jetzt. Ich bin jetzt so weit, dass ich zumindest wieder aufstehen kann und wir loslegen können. Also das Ganze hat sicherlich eine gute 20 Minuten, eine halbe Stunde gedauert. Oh, dann habe ich mich ausgeruht. Ich glaube, wir haben. Kann man sich ausruhen dann für die Zeit, Alex? Wenn du nichts machst, klar. Ah ja, sehr gut. Ich halte Wache, indem ich mich irgendwo gegenlehne. Du solltest mal draußen auf der Straße vielleicht. Ja, ich halte Wache, indem ich irgendwo rumsitze. Ich schärfe meine Messer. Und der Candy Bar ist. Ja. So, dann. Gut, geben wir Hackengas. Der Fußbus fährt immer. Ab geht's. Der war gut. Der Fußbus. Ja, ihr seid ungefähr so auf. Ja. Haben wir konventionellen Kompass irgendwie? Irgendwie sowas? Wo müssen wir denn lang? Die A7 lang? Den Aufzug wird man wohl sehen. Ja, den sieht man. Ja, eben. Und daran halten wir uns. Na gut. Dann. Genau, ihr seid noch so 1,5 Kilometer entfernt. Es gibt wirklich wenig einen irgendwie Aufständischen. Er schießt dir zwischendrin. Da passiert etwas mal wieder. Denn über euch am Himmel kommt wirklich der gewaltige Schatten eines Schiffes, hält über der Kolonie an, so 4 Kilometer von euch entfernt etwa. Doch wieder. Ich gehe ins Traben. Kann man sehen, was das für ein Schiff ist? Nein. What the fuck? Ist es ein bekanntes Schiff? Eine bekannte Schiffsform? Nein. Also ich kannst du jetzt hier, es ist ja auch Sturm, ne? Darf man nicht. Ihr seht wirklich nur so einen riesen Schatten. Und dann hört ihr eine tatsächliche Reihe. Ja, irgendwas rennen. Warte mal ab. Also toll. Ihr rennt. Ich gehe davon aus, ihr rennt. Ja. Ja, und zwar am besten im Zweifel in den nächsten Keller rein. Ihr hört einige Luftdetonationen am Himmel. Schnell. Wieder, ja. Ja. Mesner trifft in den Keller. Zeig den Fleischgeborenen jetzt mal, wozu so ein In-vitro fähig ist und ich laufe wie der Teufel. Das heißt, es guckt gar keiner hin, was passiert. Dann muss ich auch gar nicht aufschreien. Ich guck einmal hoch. Denn ihr hört. Also man hört überall Schreie, panische Schreie. Alien-Fachwissen klingt nicht gut. Der Himmel wird pechschwarz. Was war das nochmal? Und es fällt etwas herunter wie Regen auf euch. Nee. Fuck. Wir sind im Keller. Wir sehen zu, dass wir kein Niederschlag auf uns. Ins Innere eines Gebäudes kommen. Es ist die Frage, wie groß die Tropfen sind. Wie groß sind denn die Tropfen? Was sind? Welche Säurescheiße ist das, die da runterregnet? Wir sind im Gebäude. Ja. Wohlgemerkt ist tatsächlich, ist das nicht, wie sagt man, ihr seid nicht im Epizentrum. Das heißt, ihr kriegt erstmal nur mit, ihr seht das da runterkommen und ihr seht erstmal nur mit, es kommt ein doller Windzug. Fährt einmal durch euch durch. Oho, okay. Also definitiv in ein Gebäude, in den Keller. Genau. Irgendwo in Deckung. Ja. Wie kann man in der Situation so einen Riegel noch essen? Erklär mir das. Soldaten können alles. Nicht mit leerem Bauch sterben. Streng genommen, lieber nicht mit vollem Bauch, weil das bei Verletzung, aber egal. Ich glaube, da sind wir lange drüber weg jetzt. Ja. Wir sind jetzt schon mittlerweile. Scheiße, ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas Antimaterie-mäßiges, ich habe keine Ahnung. Das heißt, ihr seid im Keller. Hämmer, du rennst einfach weiter?
Nein, Sir, ach so, ich renne nicht einfach nur blindlings irgendwo hin. Ich muss natürlich irgendwie eine Art Bunker oder irgendwie eine ja. Mhm. Fahrtür also wäre gut, die man schließen kann. Ihr habt ja, ja alle Anzüge an, ne? Tatsächlich. Ja, aber Rüstung, Anzüge Rüstung sind das. Rüstung haben wir an. Weil die haben, glaube ich, haben die oben Schutz? Nein. Helm? Helm, doch, die haben Helm. Aber kein Visierhelm, also die sind nicht, haben keine Atemmasken oder sowas. Also, pass auf, hat das Ding hier Atmosphäre oder nicht? Was hat Atmosphäre? Der Planet, Dieser Planet. Ja, der hat vernünftige Atembar. Ja, dann haben wir auch keine Helme mit irgendwie. Aber Sehschutz anlegen, los geht's. Keine Ahnung. Obwohl, wenn man so ein ABC-Detection-Set hat, wäre es natürlich eigentlich sinnvoll. Aber das ist doch kaputt. Aber das ist kaputt. Wir sind doch alle hin. Nein, ja, hat man doch gerade gesagt. ABC ist nicht kaputt. Das wäre. Okay. So, ABC-Maske erstmal auf, weil komischer Regen aus der Luft ist im Zweifel irgendein chemischer Dreck. Während die anderen sich die Masken anlegen, schaue ich so am Rande der Tür nach draußen. Stimmt, du musst ja nicht atmen. Ja, du siehst, wie entfernt das ist ja dann quasi der Nordteil der Kolonie, wie da dieser Regen weiter runter geht. Ja, läuft. Und ja, wahrscheinlich durch die kurz oder lang bei euch ankommen wird. Ihr hört Schreie. Ja. Oh, weia. Wenn es Leute gegrillt. Man hört Marines, die schreien. Man hört Kolonisten, die panische Schreie. Wir sind hier sowas von am Arsch. Unsere Uhr läuft ab. Und zwar schnell. Mauze Dante, solange wir stehen, können wir noch irgendjemanden umbringen dafür. Ja, schieß oben auf das Raumschiff. Mit nichts. Gut. Ich überlege kurz. Schön, dass du denkst. Wie weit haben wir es denn bis zu unserem Ziel? Boah, 1,5 Kilometer noch ungefähr, ne? Wir sollten auf jeden Fall diesen fucking Regen abwarten. Das kann doch ewig dauern. Ja, willst du da durchlaufen? Doch nicht im Ernst. Ich meine, du kannst in den Untergrund, Leute. Hier gibt es garantiert ein Netzwerk aus Rohren, Scheiße und Aliens. Auf geht's. Yep. Hat irgendwer eine Dreckstaschenlampe, die noch, oder ein Leuchtsticks, irgendwas, wenn wir haben. Hatte ich nicht immer von Leuchtsticks erzählt, aber naja, egal. Glowsticks oder irgendeine Scheiße. Ich schmeiß auch die Taschenlampe weg. Genau, die geht nämlich auch bestimmt ganz toll. Zur Hölle. Lass deine persönlichen Leuchtsticks zu Hause. Leute, ich muss euch sagen, das ist der verdammt beste Job, den ich jemals hatte. Du Psycho. Ja, läuft. Gut. Wenn wir dabei noch was umbringen können, wird's gut. Scheiße, das. Und dann gucke ich kurz, dann bleibe ich kurz stockig so. Wir müssen die Leichen mitnehmen. Welche Leichen? Welche Leichen? Die Leichen hinten im Auto drin. Super viele Leichen. Achso, die Leichen. Unsere zwei Jungs, die wir mitgenommen haben. Die haben gemeutert und sind damit eigentlich keine Marines mehr. Das heißt, wir können sie auch da lassen. Nur Marines lässt man nicht zurück. Marines lässt man nicht zurück, aber es sind keine Marines mehr. Okay. Das ist irgendwas anderes gewesen. Damit kann ich leben. Außerdem. Glaube ich. Wir schleppen doch jetzt hier nicht. Ja, schwierig. Aber den Lieutenant müssen wir zumindest mitnehmen. Den Captain. Captain. Wir müssen zumindest seine Hundemarke mitnehmen. Knick, knack. Wo liegt denn der? Ich nehme an, der Captain liegt in einem Leichensack, ja? Ja, in unserem Auto. Oh, ich schmeiß mir diesen Leichensack über. Gut. Du bist ein guter. Den Captain mochte ich. Ach Gott, ich hätte ihm so gerne noch ein paar Gefallen getan, so wie den einen oder anderen. Ja, und der Rest geht im Gemurmel unter. Ich hole aus meiner Tasche so einen kleinen Charlie Chaplin Schnauzer und sage: Nein! Nächstes Mal bekommst du auch einen Kartoffeltanz von mir. Und leg den wieder. Ich bin kurz davor, den Typ zu erschießen. Was also genau stimmt also mit ich dem? Ich hab das nicht gesehen. Alter. Ich hab das auch nicht gesehen, weil ich es nicht glaube. Das ist doch eine Fehlfunktion. Das ist eine Fehlfunktion. Wir sollten los. Der hat doch so einen an der Klatsche.
Der ist kaputt. Ja. Müssen wir noch auf den hören? Ich glaube nicht, ne? Ab geht's. Sollte das eben ein Aufruf zur Meuterei sein? Nein, nie. Das würden wir doch nie tun. Das ist gut. Sie davon, wenn wir jetzt vorwärts machen? Ja, sollten wir. Hat es denn jetzt aufgehört zu regnen? Wir gehen in den Untergrund, hatten wir beschlossen. Ach so, Untergrund war das. Ah. In die, das Kanalisation. Den Teil, den wir nicht wollen. Ja. Also ich gehe vor mit dem Kack-Flammenwerfer, weil ich möchte, ich glaube nicht, dass ihr hinter dem Flammenwerfer sein möchtet. Nein. Knusper. Dann würde ich hinter dir hergehen und der Rest kann sich dann aufteilen. Ich möchte mich nicht aufteilen, ich bleibe am Stück. Ich sollte wahrscheinlich in der Mitte laufen mit dem Leichensack und nicht ganz hinten. Ich laufe ganz die hinten. Die Richtung zu halten im wollte ich gerade sagen. Ah, ja. Dann bin ich Vorletzter dann. Es wird ja ein Versorgungsnetzwerk in irgendeiner Form und wenn es die scheiß Abwassertunnel sind, geben. Bin ganz hinten, alles gut. Wie finden wir den Zugang? Ist da irgendwie einfach so ein Gullideckel oder? Alex? War jetzt erstmal eine Treppe in den Keller runter. Was habt ihr vor? Ihr wollt jetzt in irgendeinen Keller und hofft auf ein geheimes Netzwerk, ein Gang, die euch da... Nein, kein geheimes Netzwerk, wir hoffen, wir wollen ins Gulli-Netzwerk rein, also im Endeffekt das parallel in die Kanalisation, wenn es sowas gibt. Ja. Je dreckiger, desto vielleicht weniger Aliens gibt es, also keine Kanalisation. Nein. Dann Abgang... Dann raus auf die Straße von Hauseingang. Ja. Also solange der erste nicht von Regen getroffen wird, traben wir sozusagen. Und sobald das losgeht, müssen wir von Haustür zu Haustür durch lange Häuser innen nur durch irgendwie. Alex, haben wir Ponchos? Gehört eigentlich zu Standard ABC. Da würde ich die... Ja, jetzt so. Kein Witz. Ja, ne? So. Sag mal was, Mason. Standard. Also, das ist eigentlich Standard. Also als ABC-Abwehrsoldat kann ich dir sagen, ja, Standard. Dann würden wir die auf jeden Fall anziehen. Ja. Guck mal, hab ich sogar auf meinem fucking Bild ist sogar sowas drauf. Genau. Ja. Dann frag doch gar nicht. Gut. Wupp. Zack. Angezogen. Trabt ihr gern... Ja. 1,5 Kilometer. Ihr seht tatsächlich auch immer 10 noch... 10 Minuten to go, los. Ihr seht auch tatsächlich immer noch mal irgendwelche Kolonisten, die dann ihren Kopf irgendwie nach hinten überbrechen. Überbrechen ist gut. Nach hinten gucken und irgendwie verängstigt irgendwo sitzen. Aber dann, ihr geht, merkt ihr relativ schnell, so nach 5 Minuten, dass der Himmel über euch wirklich pechschwarz geworden ist. Und es fallen erste Tropfen auf euch herab. So, was heißt das? Das sind, wie beschreibt man das? Das ist wirklich so wie, Schleim. Das ist so schwarzer Schleim, der quasi landet. Mhm. Und das ist auch der Moment, wo ihr merkt, dass Kolonisten total panisch werden. Ihr seht irgendwie einen UPP-Soldaten aus einer Ecke herausrennen, schreiend. Und... überall bricht Panik aus. Ihr seht, wie einer der Kolonisten sich irgendwie vorn überbeugt und schwarzer Teer aus seinen Augen und aus seinem Kehlen hervorkommt. Oh. Ein krampfender Mann reißt an seinem Gesicht, während neben ihm eine Frau sitzt und die Wolken ankreischt und das schwarze Teer irgendwie auf ihr Gesicht fällt. Oh. Und Scheiße anlassen, solange es irgend geht, die ABC-Ausrüstung. Genau. So ist vorwärts, schnell, vorwärts, schneller. Vorwärts. Je schneller, desto besser. Mhm. Dann seht ihr, wie bei einem so schwarze Adern durch das Gesicht ziehen. Und ihr ignorieren, weiter. Solange die uns nicht angehen, weiter. Also da liegt einer, der Schnee wird ja schwarz mittlerweile. Da winden sich Leute drin. Ihr seht einen Schädel posieren. Wow. Krieg. Das klingt alles sehr eklig. Lauft weiter und seid in irgendeiner trostlosen Straße in dieser Kolonie. Da seht ihr tatsächlich, es gibt auch hier schon liegen ein paar Leichen.
das scheinbar eingeatmet haben. Richtig so ein kleiner Berg, die müssen sich übereinander gewunden haben. Oh nein. Und da sitzt tatsächlich ein sogenannter Freak. Ist, im Grunde sind die so ein bisschen mutiert, tatsächlich. Also Kopfform hat sich hier auch so ein bisschen verändert. Das ist so eigentlich eher so eine qualvolle zelluläre Mutation, die unterlaufen. Das ist im Endeffekt irgendein chemischer Kampfstoff, den die da gerade abgeworfen haben. Ja, auf jeden Fall. So kann man das. Und der sitzt da ganz entspannt allerdings und guckt euch auch im Gegensatz zu allen anderen, die so rumgeschrien haben. Und ihr seht, der knabbert tatsächlich an einem Bein, was er scheinbar von jemand anders an einer Leiche entrissen hat. Und beißt darauf rum. Und jetzt hätte ich von euch allen mal gerne für die ganze Situation einen Panikwurf. Gar nicht ein Stress, sondern einfach Panikwurf, bitte. Androide. Faszinierend. Natürlich nicht. Ja, faszinierend. Wie würfelt man? Achso, nee, der muss Stress würfeln. Klar, Stresswurf. Ja, meine ich. Mehr Panik, ja. Fliehen, das passt ja auch. Noch mehr Panik. Ist die Frage, was ein sicherer Ort ist, ist wahrscheinlich irgendwas drinne. Emma flieht nie. Ach so, ja. Aber du hast nichts zum Angreifen, insofern. Doch, ich habe eine Pistole und ein Messer. Und den Typen. Irre. Den Freak. Gut, ich lasse den Captain fallen, ziehe mit der rechten die Seitenwaffe und mit der linken nehme ich das Messer in die Hand und dann renne ich auf den Typen zu und fange an, wenn ich in Pistolenreichweite bin, auf den zu schießen mit lautem Schreien. So. Sehr gut. Verdammte Axt, Private, zurück ins Glied. Ich nehme ganz locker den Captain auf, leg den mir über die Schulter und können wir weiter dann? Ja, yes. Warte. Emma. Ich habe ihn dir hier auf die Karte gelegt. Schieß mal. Der Einzelne da oben, ja. Mhm. Ich schieße. Oh. Sieht gut aus. Vielleicht werfe ich den Captain gleich auch wieder runter und incinerate ihn. So viele Würfel. So, das heißt, wenn ich Erfolge. Du hast wie viel Schaden machst du? Die Waffe macht einen Schaden. Ich habe zwei Erfolge, so würde ich mal sagen. Zwei, ne? Zwei. Du. Mhm. Smijewski wird irgendwo reinrennen, richtig? Genau. Aus der Flucht, also in irgendein Gebäude rennen. Was machen die anderen kurz? Achso, Entschuldigung, Sabine. Alles gut. Nein, okay. Stimmt. Ja. Alles gut. Mason, Chaplin und Dante sind wahrscheinlich so einen kurzen Moment in der Mitte stehend einfach, überlegen, was passiert. Nee, ich würde auf Hammer zugehen. Okay, Hammer schießt auf dieses Vieh. Mhm. Du gehst drauf zu und der springt tatsächlich in dem Moment auf, schmeißt das Bein weg und rennt auf Hammer zu. Dann feuer ich. Ja, kannst du mal schießen? Okay. Ja. Das mache ich. Wen meinst du? Ich. Okay, dann stoppt er tatsächlich. Warte mal. Guckt Hammer doofe Waffe genau in die Augen und dann kommt wirklich ein Schmeister sein. Oh, sieht ein schöner Moment. Er schmeißt seinen Kopf zurück. Der Schuss prallt in ihn rein und er lässt wirklich einen ohrenbetäubenden Dominanzschrei aus, der wirklich richtig übel ist, richtig laut. Panikwurf bitte von euch da draußen. Ach nee, ich bin ja eh nicht da. Ja, du hast dich versteckt. Ich bin eh nicht da. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Noch ein. Mhm. Oh Mann. Panik. Berserker, yo. Ich. ja, das brauche ich. Oh. Ja gut, du hast Glück, der ist davor, ne? Wer ist die nächste Person bei mir? Vor dir. Also erstmal für Dante. Stresslevel von euch allen steigt um 1 nochmal. Okay. Was, wieso? Weil Dante das. Wegen einem Panik. Weil Dante euch irgendwie alle anzuckelt und rückt und. er macht euch völlig verrückt gerade. Er kann ich nicht mehr. Mache gar keinen verrückt. Naja, doch, egal. Tust du. Gut. Und dann würde ich zu Hammer aufstoßen.
Wer ist die nächste Person neben mir, als ich diesen Panikruf machen musste? Nee, erst doch vor dir. Du guckst ihn an. Ja gut, dann muss ich ihn angreifen. Du guckst ihn an. Das ist einfach logisch in dem Fall. Dann mach das mal. Dann, ja, ich ramme ihm das Messer. Verzichte mal auf Inni hier. Ich mache einfach abwechselnd. Drehe ich den irgendwann mal wieder um, oder ist... Ja, du bist jetzt egal. Im Haus, genau, du kannst ja. Immerhin wären das zwei Schaden, drei Schaden dann wenigstens. Mhm. Und jetzt mache ich einen Stresswurf. Oh, die 6 ist nicht gut. Mehr Panik, ja. Ja, Katatonie, ne? Katatonie, ja, aber... Ja, Katatonie. Jawohl, das ist, ja, dann... Ja, dann... Ja, das ist keine... Warte mal... Bin wieder da, meine Güte. Am Ende der Sitzung ist aber auch super gut, weil es gibt ja nicht nur diese Sitzung. Huch, warte mal. Wer war hier gerade weg? Also, ich war gerade weg. Ich war gerade weg. Ja, sind wieder alle. Oh Gott, vertraut. Ich bin Chaplin. Mach mich von dem Plastiksack weg. Oh, Gott sei Dank. Nein! Komm, ich bin auch einer von denen. Also ich ramme ihm mein Messer quasi irgendwo rein und irgendwas Schlimmes wird wohl passieren. Also irgendwie. Ja, du spritzt wahrscheinlich irgendwas in deine Augen, in dein Gesicht. Schaum vom Maul breche ich vor dem zusammen. Fangen wir mal an, logisch mit. Ja, was wolltest du sagen? Hey, Chaplin, was machst du? Gut, ich gehe nach vorne, hole mein Schneidemesser raus und versuche ihn auch diesem Wesen in die Brust zu greifen oder zu stechen. Permanentes Trauma. War krass, ne? Das Schaden. Das war dein Cutting Torch. Ah ja, Schneidemesser. Ja. Oh. Mein Schneidemesser. Okay, ja, du brennst ihm in den Kopf und er sackt zusammen tatsächlich. Na, immerhin. Und dann würde ich Hammer, wenn es noch geht, am Schlafittchen packen und die so nach hinten ziehen zu den anderen. Ja. Ich mache nur selber nichts mehr. Wahrscheinlich würde Smiewski in dem Fall gerade rauskommen und eventuell Richtung euch erstmal in die Richtung dieses Hauses. Ich weiß es nicht, ob ihr. Weil ihr merkt, es rühren sich tatsächlich auch andere, ne? Also da scheint, wenn du keine Atemmaske hast, scheint das in diese Richtung zu gehen bei den Menschen. Okay. Ach du liebe Güte. Ich nehme den Cap auf und also ganz, ganz gemütlich, ganz genüsslich, hab die Seitenwaffe auf, nehme mit der anderen Hand den Cap, werf den mir über die Schulter und dreht den Rückzug ins Haus an. Mhm. Gut. Kontrolliert, sachlich, sichernd und wenn irgendwer uns zu nahe kommt, kriegt er eine Kugel in den Kopf. Gut. Und ich würde, wenn ich bei den anderen angekommen bin, würde ich sagen, gut. Einer von euch, und ich schaue mir die drei zusammengesunkenen an, Smiewski, du nimmst eine deiner Handgranaten, die du dabei hast, und hältst sie auf quasi auf 7:30. Das heißt, wenn etwas Größeres kommen sollte, dann wirfst du die Granate. Und wir arbeiten hier nicht mehr mit Messern. Jawohl. Macht Sinn. So. Und jetzt... auf rein, damit ihr euch mal ein bisschen runterkommt. Ja, wir verbarrikadieren uns quasi in einem Raum. Ja. Ich scheitere ja gerade an diesem Vermerk an Seite 105, weil das für diesen Empathiewurf gar nicht steht auf Seite 105. Es ist auf Seite 101. Ich muss am Ende der Sitzung halt einen Empathiewurf machen. Ja. Wenn ich ihn schaffe, weil ich ein empathisches Wesen bin sozusagen, dann kriege ich ein permanentes Trauma. Wenn ich ihn nicht schaffe, ich habe Empathie 1, passiert mir gar nichts. genau, und ich bin jetzt katatonisch, bis du sagst, dass irgendwas passiert, so, dass mich da rausholt. Na, ja, also ich meine Ende der Phase, bis irgendjemand mit mir was macht oder wie auch immer. Das könnt ihr jetzt ja gucken, was ich mit dir mache. Ja, ich starr nur vor mich hin. Ich würde tatsächlich hospitalisiere so ein bisschen. mal versuchen, mit ihm zu reden. Sozusagen, hey, du weißt doch, der nächste Tote ist ein guter Toter für dich.
Und also sozusagen auf seine, mich auch versuchen, auf empathisch auf seine Ebene zu begeben, was ihm gefällt, was er bisher gut fand. Pass mal auf, mach mal einen Empathiewurf. Genau, und es wird schlimm besser wahrscheinlich. Oh nee, gar nichts. Nee, du redest genauso weiter. Ich glaube, das ist nämlich genau die Art, die ihn überhaupt nicht interessiert. Also, ja. Also wie du das machst, so ganz auf locker. Also, ich bin halt auch völlig entspannt. Also, da. Passiert gar nichts. Hammer ist wie ein Tellerit. Ja, die Alternative, die ich dazu habe, noch ist, kommt aber kurz vor Ende der Pause. Da klall ich dir einfach eine und sag, Soldat aufstehen, weitergehen. Gut. Also ich würde den anderen alle so eine gute Viertelstunde Zeit lassen und dann sagen, in 5 Minuten Abmarsch bereit, wir haben noch was vor. Und also ja, ich sehe wirklich nicht so aus, als würde ich in 5 Minuten irgendwo hingehen. Du musst du durch. Hammer, aufstehen, aufsatteln, weitergehen. Ja, du wirst. Ich höre da nicht mehr. Ausführung. Chaplin, vielleicht helfen Befehle bei dem Mann. Befehligen wäre tatsächlich das Mittel der Wahl, also ein Befehl. Befehligen könnte ich auch noch probieren. Oder im Notfall. Wahrscheinlich bist einmal drastisch anschreien. Wie ich das mit Befehl. Nee, du bist. Nee, du bist raus. Ja, du bist. Ich stelle mich vor Hammer, sag: Private Hammer, aufstehen, fertig machen, in 5 Minuten los. Ausführung. Jetzt. Ja, das kommt so halb bei dir durch, tatsächlich. Ich brauche einen befehligen Wurf, hab kaum einer. Achso, du brauchst einen befehligen Wurf. Du brauchst einen befehligen Wurf. Deswegen habe ich einen befehligen Wurf gemacht. Nee, dann mach nochmal. Aber, ja, dann macht der Chaplin den. Wenigen Wurf. Nein, natürlich nicht. Warum kannst du den nicht? Ich kann befehligen. Ich kann den nicht pushen. Ich hätte den auch nochmal pushen. Nee. Ja, dann läuft das. Dann warten wir noch eine Weile. Ich guck Chaplin an. Darf ich ihn schlagen? Noch nicht. Wir brauchen ihn noch. Rede von schlagen, nicht von töten. Nee, wir warten jetzt noch 5 Minuten. Und Dante, schau mal raus, was sich da draußen tut. Es ist mir viel zu ruhig da. Okay. Ich gehe gedeckt hinter irgendeinem Mauervorsprung, schaue ich raus. Hab die Pistole aber im Anschlag. Dass die Pistole im Anschlag. Mhm. Ja, also der Regensatz ist, oder der Schleimregen, der ist ja weiter da tatsächlich. Immer noch? Ja, der fällt. Ja. Fuck. Wir sollten drin bleiben. So, was sehe ich denn? Man sieht immer mal irgendein dieser Wesen schreiend durch die Gegend, oft Schmerzensschreie, wenige sind noch klar. Aber keine kommt in diese Richtung? Nein. Also nicht zu euch ins Haus gerade, nee. Ja, ich habe in der anderen Hand eine Granate, nur so zur Info. Ich habe auch die Granate bereit. Wie befohlen. Gut, wenn ich sonst nichts sehe, ich berichte das. Chap, so ist die Lage. Gut. Ich bin in 2 Minuten. Ach nee. Bringt sich die ABC-Maske ist zu weit weg. So. Hammer, sind wir jetzt fertig? Aber natürlich sieht man mich nicht mehr. Also nach der Phase, die ja so 5 bis 10 Minuten dauert, theoretisch, wäre ich auch wieder. Ja, du würdest dann. Redet Regel nach. Was? Scheiße, was? Nix Scheiße. Was? Los, auf. Den Captain aufsammeln und los geht's. Mach dein Messer sauber, weiter geht's. Ja. Ich wisch das so. Gedanken verloren in meiner Hose einfach ab. Lass die Pampe nicht auf dich kommen. Ist ja so eine flackarme Hose, also. Schwer los. Weiter. Wie weit ist es jetzt noch? Gleich mit dem Leichensack und dann.
Ja, sind noch ein paar hundert Meter, ne? Ja, los. Wie lange sind wir denn jetzt gelaufen bisher? Ja, ihr seid jetzt so 200-300 Meter von dem vorher entfernt. Okay. Also, wie kommt Scheiße, wie. Du hast gesagt 15 Meter hohe Mauer. Ja. Ja, versteht man, dass diese Monster. Entschuldigung. Nee, versteht man, dass diese Monster quasi durch Biowaffeneinsatz so schnell mutieren können? Oder ist das irgendwie. Das ist ja schon fast außerirdische Technologie quasi. Nee, du weißt ja gar nicht. Nee, was ja, was ich weiß es nicht, deswegen. Also kennt man so eine Waffe? Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Gute Frage. Ach, du weißt doch gar. Hämmer, was die. Unsere naja, Leute da Marines basteln sind ja in irgendwelchen Labors. Gefechtsfeldern gewesen. Die Frage ist halt, ob ich mir wirklich, ob sich der Charakter quasi wirklich zusammenreihen kann, was da gerade passiert ist. So. Nö, scheinbar nicht. Warte. Nee, ich glaube, nein. Also du hast keine Ahnung, ob deine Seite so eine Technik hat. Du hast keine Ahnung, ob die andere Seite so eine Technik hat. Okay. Scheiße, was ist da passiert, Mann? Genau. Sieht aus wie ein Chemiewaffenangriff. Ja. In irgendeiner Form, mit irgendeiner ganz großen Scheiße. Scheiße, aber bei Chemiewaffen schmelzen die Leute oder verbrennen oder aber sie verwandeln sich nicht in irgendwelchen Scheiß. Dann ist es eine Biowaffe. Das ist völlig egal, was das ist und aus welchem Kacklabor das stammt. Chap, wie kommen wir denn jetzt über die Mauer? Oder Alex, ist die Mauer zerstört? Ist Tor. Ja, durch die Rampe, unten rum. Also, folgendes. Seht ihr, oder also die Mauer ist noch komplett vorhanden, tatsächlich. Aber wahrscheinlich kurz, ein bisschen bekratert. Nee, die steht noch tatsächlich. Was? Ja, es sind so ein paar tiefere Löcher drin, genau so, aber nichts, was die irgendwie. Können wir da durch? Nein. Nee. Löcher? Keine Löcher, sondern eher so Abplatzungen von der Mauer. Was ihr seht ist, ich muss mich mal kurz, warte, ich schalte nochmal aufs Große vor, dann kann ich es allen zeigen und euch auch nochmal in Groß. Da haben wir es vor, ich hier ist, zack. Also der Westflügel und die Südwestbastion sind schwer getroffen worden, von oben. Könnt ihr jetzt von außen durch die hohen Mauern nicht sagen, wie da noch was da ist, aber das sieht sehr nach direkten Treffern ein, genau wie aus Richtung des Ostflügels. Da scheint es auch so zu sein, dass, ja, seht ihr Brände, es raucht, auch sehr kaputt. Die Nordbastion tatsächlich, die scheint zu funktionieren. Oder die scheint intakt zu sein, tatsächlich. Soweit. Soweit, so gut. Okay. Also, sehen wir zu, dass wir erstmal in den Süden kommen. Jo. Weil da ist der Kackeingang in die Hütte. Ja. Und zwar nach Möglichkeit einfach, ich sag mal, eine Seite Wand ist eine gute Variante schon mal. Solange die Leute nicht irgendwelchen Scheiß auf uns fallen lassen, am Wall entlang. Ah, okay, also das heißt, ihr probiert erstmal unten reinzukommen, ne? Ja. Genau. Da ist der Eingang, so primär. So primär. Oder gibt es irgendwo auf dem Weg noch Löcher? Nein. Ja. Das Ding ist tatsächlich leider Gottes echt stabil. Ja, das ist halt ein Vor, das gehört sich so. Ja, auch ein Haufen dicker, echt dicker Mauern, ne? Ja, das Problem dieser Rampe ist, dass es eine ist, die normalerweise abgesenkt wird, damit da jemand rauf fährt. Okay. Und sie ist tatsächlich nicht abgesenkt. Aber wenn ihr die berührt, dann merkt ihr, dass es da sehr aufsteigende Hitze von unten gibt. Okay. Das heißt, es scheint zu brennen unter. Ja, dann wäre es doch keine so gute Idee. Ach, okay. Scheiße. Okay. Hat er ein Seil? Nein. So. Alles kaputt. Also, Dann versuchen ihr wir seid über die
wie kommen wir, was gibt noch für Optionen genau, rein? Überlegt mal. So, es gibt die Option, dass vielleicht doch über eine Kanalisationsöffnung irgendwie reinzukommen, möglicherweise. Es gibt die Option. Klettern. Oder wir sprengen uns irgendwo rein an einem dünnen Stück. Kletter, wie bist du ein hochexpliziter Gebirgskletterer? Nee, aber 15 aber Meter. Wenn die Geschütze alle kaputt sind? 15 Meter sollte wohl gehen. Dann müssen wir uns halt Seile besorgen. Es ist ja aber auch noch, es ist ja auch noch hier, ne? Also gegen euch laufen quasi. Es ist ja nicht gerade, es ist ja abgesenkt zu euch. Das ist das Problem. Ja, also im Endeffekt müssen wir uns irgendwie da reinschaffen. Und das Beste ist wahrscheinlich entweder irgendwie unterirdisch. Also pass. Das ist die Frage. Kann man die Wände hochklettern? Nein. Gibt es, wissen wir von Service-Tunneln oder Noteingängen? Naja, wenn du so überlegst, gibt es tatsächlich eine theoretische Möglichkeit. Aha. Ihr könntet theoretisch durch Pipelines krabbeln. Ach, ja, also durch Schande. Die Ölversorgung, ne? Ja. So. Was, ja, theoretisch. Und zwar durch eine Pipeline nach Möglichkeit, die nicht über die brennende Variante führt. Theoretische andere Möglichkeiten, die eurem Expertenwissen gehen könnten, ist natürlich, man holt irgendwoher sehr viel Sprengstoff und sprengt das Tor auf. Nein! Ach, Kiki, was ist denn mit Seilen? Möglichkeit 2 wäre theoretisch ein Panzer. Ihr wüsstet, wo einer ist, ihr müsstet nur sehr weit wieder zurück, das ist ein echt gefährliches Ding, ne? Also, theoretisch? Ja. Also ich bin für die Pipeline-Variante. Nee, da macht man sich schmutzig. Durch die Pipelines krabbeln, das ist wahnsinnig. Weißt du, da ist voll mit Aliens. Oh. Hm. Ja gut, tot sind wir sowieso, wir können es ja versuchen. Also, am Ende hat das letzte Wort Chaplin, wir machen hier nur ein Brainstorm. Also ich wäre für, wir besorgen uns Seile und improvisieren Wurfhaken und gehen oben rüber. Als ob Hammer klettern kann. Oh, stimmt. Ich kann besser klettern als ihr ganzen Vögel. Jetzt, ich möchte mal ganz kurz, Dante, dann besorgen wir uns Wurfhaken. Wo willst du den Wurfhaken herkriegen? Erklär mir das mal. Ich sagte ja gerade improvisieren, das heißt, da brauchst du irgendein großes verbogenes Stück Blech. Wurfhaken improvisieren und dann über eine 15 Meter hohe Mauer klettern. Ja, es sind nur 15 Meter. Ah. Mehr sind es ja gar nicht. Dante, ja. Die Idee ist scheiße. Held der Arbeit. Ja, dann krabbeln wir durchs I. Das ist genauso toll, wie wenn du dich irgendwo in eine Haubitze reinsetzt und den dann abschießt. Oh. Dass du übers Tor rüber genau, setz dich auf eine Kanonenkugel, um rüberzukommen. Das ist wieder so ein völlig unpassender Vergleich eines Nichtmenschen. Ich habe gerade mich informiert, was eine M40 HEDP-Granate wirklich ist. Und das Ding kann man zwar per Hand benutzen, oh Gott. Aber eigentlich ist es ein 30 mm Granatgeschoss. Ach so. Und zwar quasi ja, so eine Art Heat, also es ist eine hochexplosive Anti-Tank-Granate. Ah, da wäre das Richtige mitgenommen. Das heißt, ich habe alleine 4 davon. Das heißt, eure Dummheit wird jetzt tatsächlich euer Joker. Willst du das damit sagen? Das sind keine Handgranaten in dem Sinne, sondern das dann sind wirklich dann machen wir einen so Thermoskannen-große. Dann machen wir einen hübschen Granatenberg vor dem Tor und genau. Sprengen den. Das schalten wir sie in Reihe. Ich habe auch noch 5 da. Ich habe auch 5. Ich habe auch 3. Hab 4. Ihr seid echt nur hier. 5. Hier. Oh Mann, ey. Ich habe hier die Anzahl von 15 drinstehen. Ich schmeiß die 1 raus. Okay. Du bist ein Panzer. Gut, das heißt. Also habe ich 7 oder so. Dann machen wir es so: dann jeder behält eine und den Rest stapeln wir. Zu einem riesigen Berg. Du willst jetzt 6 Granaten darin packen? 6? Ja. Wieso 6? 12. Wie eben, viele. Genau. Wieso nur 6? Das sind doch. Wir sollten das vielleicht so. Also, haben wir jemanden, der sich mit Sprengstoff halbwegs auskennt und die Tordicke kennt? Wir müssen das Tor ja nicht ganz wegblasen. Doch? Wir wollen ein Loch reinmachen. Ja, okay, wir wollen das Tor wegblasen. Wir machen das, wie der Chef es sagt. Ja. Also, ich würde mal behaupten, dass ich mich damit auskenne. Weil ich wie viele brauchen wir denn? Fernkampf mache. Ja. Und außerdem, genau, ich bin Waffenspezialist, RPG. Dann werde ich mich damit auch auskennen. Und was schätzt du, wie viele Granaten brauchen wir, um das Ding aufzusprengen? Ganz ehrlich,
alle? Ich als ich würde sagen, bei so einer Mauer, aber das sollte jetzt der Alex sagen. Mauer. Ja. Was sagt denn Private Dante? Der würde jetzt sagen, neun Stück wird der Private sagen. Haben wir. Und was sagt der Alex? Weiß ich nicht. Wir können ja nachlegen, wenn das Loch nicht groß genug ist. Gut, okay, dann wir stapeln das. Ja. Ich werde wahrscheinlich in irgendeiner Beintasche von mir noch Lunte haben. Weil, ja, warte kurz. Ich hab sowas. Also, man kann ja einfach von irgendwo hin draufschießen. Achso. Ja, Moment. Wir gehen in Deckung und schießen dann auf den Haufen. Noch und schießt hier keiner. Ich werde vorne das Geschoss abdrehen. Ich kenne mich mit sowas aus. Oh Gott. Was tue ich hier? Aua. Oh Gott. Einmal, wenn ich einen Charakter aufmache, dann friert mein Bildschirm erstmal kurz ein. Ist auch schön. Oh mein Gott. Lösch die dann bei mir einfach raus oder wie machen wir das ja, ne? Ja. Ich habe endlich wieder eine vernünftige Traglast. Ätzend ist. Das war die ganze Zeit. Zu viel Granaten. Die ganzen Werfer habe ich alle auf Null gesetzt. Aber sie war immer noch im gab auch. Im Limit an sich. Also ich war überladen, aber ich konnte sie noch tragen, offiziell. Power Gamer. Okay. Glauben wir ihm jetzt, dass er gleich wieder da ist? Never. Nein, wir waren einfach weiter. Erstmal. Der hat den Captain auf dem Rücken. Richtig. Genau. So. Okay, ihr hört eine Stimme hinter euch, eine weibliche Stimme, über aber auch so ein ABC-Gerät. Soldaten, endlich! Pistole in die Fresse erstmal. Ja, hey! Sie müssen mich kennen! Mrs. Eckford von Wayland! Endlich treffe ich wieder jemanden! Ich habe alle meine Soldaten verloren! Wer ist das denn gewesen? Ihr habt sie, glaube ich, nicht getroffen bisher. Nein, haben wir nicht getroffen. Aber euch sagt der Konzern ja was. Also, ja. Der Konzern sagt uns was, ja. Ach, das waren die Wichser mit den Experimenten im Hintertürchen. Naja, es ist ein sehr großer Konzern für euch. endlich kriegen Sie mich hier rein. Ich muss hier wirklich dringend rein. Oh. Ach, warum müssen Sie als Zivilistin ins Vor? Das ist nicht, ich arbeite da drin. Meine Sachen sind da drin. Und haben Sie eine Option, den Planeten zu verlassen? Ja, bestimmt. Aber es geht erstmal darum, meine Sachen zu bekommen. Und dann werden wir hier schon rauskommen. Bringen Sie mich rein. Sachen. Aber ich sag mal so, ich erinnere, es hieß doch von irgendwelchen Leuten, von Ex-Marines, toten Ex-Marines, dass da hinten irgendwelche komischen Experimente gemacht werden. Ja, genau. Erstmal, wir versuchen selbst gerade reinzukommen. Die Rampe ist ein bisschen heiß. Kann Ihnen gute Jobs anbieten. Im Konzern. Oh. Was bringt uns das, wenn wir tot sind? Ja, aber wenn Sie hier... Wie wollen Sie hier jemals rauskommen alleine? Nehmen Sie mich mit, bitte. Ich hab im Untergeschoss $200,000. Ich überlasse Ihnen. Geld ist blöd. Haben Sie einen Zugangschip zum Fahrstuhl? Das ist total gut mit dem Captain, der völlig uninteressiert ist, was Geld angeht. Der braucht nur ab und zu eine Wartung. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Super-GAU. Sehr schön Öl. Es ist zumindest ein Zivilist, der für Wayland arbeitet. Mrs., haben Sie einen Zugang zum Fahrstuhl? Dorms geht mal. Er hat seine Kopfbedeckung vergessen. Ja, natürlich habe ich Zugang. Sie, gut, wir kommen ins Geschäft. Empathie. Wer möchte, kann mal Empathie würfeln. Ja. Nö, ist mir egal. Eigentlich ist mir das egal, was die sagen. Wo ist denn Empathie? Ja, Mason, du glaubst dir das. Oh Gott. Oh,
Mieski, du bist nicht so richtig sicher, ob du das glauben kannst mit dem Zugang. Wo ist Empathie? Gleiches für Chaplain. Bist ja auch nicht so richtig sicher, aber auch nicht ganz sicher. Aber irgendwie wirkt das doch sehr verzweifelt, dass sie sofort ja sagt. Ich glaube, die sagt das nur, dass wir sie mitnehmen. Yeah. Dante glaubt aber das Empathie, total. Aber Empathie, bitte. Sie sind toll. Ich Obwohl, Hammer, du kannst dich entscheiden, ob du würfeln möchtest. Weil bei dir die Gefahr bei jedem Wurf ja sehr hoch ist. Entscheid für dich, ob dich interessiert, ob du der Dame glaubst oder nicht. Ist mir vollkommen scheißegal. Ja, dann würfeln. Außerdem ist es eh egal, weil ich meine Pistole im Anschlag habe. Nehmen Sie mich mit. Glaube ich. Ja. Ja, bringen Sie mich hier raus. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein. Wir werden das schaffen zusammen. Ich habe Macht, ich habe Einfluss. Fräulein, das ist ja alles gut und schön, aber gehen Sie erstmal von dem Haufen Granaten weg, ja? Wir stellen uns mal dahin, wie wir sind. Oh, ja, das ist eine super Idee. So, seid ihr alle soweit? In Deckung, Köpfe runter. Und ein paar Schritte weggehen. Ja, irgendwo in Deckung auf jeden Fall, nicht ein paar Schritte. 3, 2, 1. Na komm. Und. Großes Badabum. Oh, warte. Nee, nicht. Warte. Warte. Großes Badabum. Warte. Multipass? Ja. Ja, hoffen wir mal, dass es Multipass ist. Jetzt habt ihr meine Explosion weggelacht. Frechheit. Normal. Genau, es explodiert. Und ihr habt das ja am Eingangstor gemacht, ne? Ja. Tatsächlich ist das so ein bisschen nach hinten weggekippt. Und man kann da durchgehen. Yes! Was mich ja interessiert, sage ich, und raune nicht so zu Dante. Was? Ob unser Chaplain streng genommen nicht Konzerneigentum ist. Es ist gut, dass der Funk nicht mehr funktioniert, Dicker. Hammer. Stimmt. Hammer. Ah, ja, ich stimmt. Ich hab noch Patronen. Mir sagen. Die Patronen. Los, vorwärts jetzt. Ich guck Chaplin ganz misstrauisch an. Was war denn jetzt eigentlich zu? Was haben wir uns jetzt hier eigentlich hier gerade überreden lassen? Wir gehen jetzt erstmal ins Vor rein. Die Tür ist offen. Los, Fräulein, Sie kennen sich hier. Ich meine, ja. Sie wissen genau wo und Sie gehen mal vor. Fräulein? Zivilisten haben den Befehlen von Marines Folge zu leisten in solchen Situationen. Ziemlich sicher. Ja. Die will ja eh hier weg. Also los. Ich würde mit dem Flammenwerfer durch die Tür steigen zuerst, weil ganz ehrlich, geh du vor, bitte, danke. Es herrscht hier in diesem Außengelände, in das ihr quasi reinkommt, dann, wenn ihr diesen kleinen Weg von unten dann ja entlang schreitet und es herrscht völlige Stille. Und ihr stellt schon sehr schnell fest, dass diese ganze Außengelände ist von verdrehten, erfrorenen Leichen und Trümmern komplett bedeckt. Also der Beschuss hier, der muss wirklich sehr, sehr stark gewesen sein. Überall gibt es Krater. Ihr seht, dass der gesamte Westflügel der Südwestbastion komplett eingestürzt ist. Und alles ist still.